Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Architekturzentrum Wien. Herzlich willkommen alle Gäste vor Ort, die wir endlich wieder begrüßen können, wenn auch heute zum letzten Mal in sehr, sehr spärlicher Zahl. Ab morgen dürfen es ja dann mehr sein. Herzlich willkommen aber auch alle, die zu Hause uns im Stream folgen, und ein besonders herzliches Willkommen unseren Podiumsgästen, ganz hervorragende Gäste heute, die unser Moderator, Talkmaster, muss man heute sagen, beim Club Architektur, Mike Knowet, nie gleich vorstellen wird. Wir diskutieren heute über ein Paradoxon, die Beziehung von Wien und seinem Umland. Ein Paradoxon drum, weil wir uns wechselseitig sehr stark konsumieren. Wer in Wien wohnt, geht am Semmering wandern. Wer in Mödling wohnt, geht in Wien ins Museum und. Aber trotzdem scheint es Grenzen sowohl in den Köpfen zu geben und auch ganz viele planungsrechtliche, verwaltungstechnische, politische Grenzen. Diese Grenzen haben tatsächlich schlechte Auswirkungen, sowohl auf unseren Komfort, auf den Verkehr, auf das Klima, auf ganz viele Faktoren. Und wir wollen heute sowohl über diese planerischen Aspekte, aber auch über die mentalen Image-Effekte oder die Klischees, die in unseren Köpfen sind, sprechen, die wahrscheinlich viel damit zu tun haben, dass dieses Bild dieser Beziehung zwischen Wien und dem Umland so diffus ist. Ich freue mich sehr auf eine spannende Diskussion mit euch allen. Wir haben ja einige Pendlerinnen hier vor Ort, die eher in eine ungewöhnliche Richtung pendeln. Dazu hören wir später noch was. Und ich übergebe mit Freude an unseren Talkmaster Mike Nowotny. Danke, Angelika. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen an endlich wieder reale Menschen in einem realen physischen Saal und natürlich auch an die ebenso realen, aber hier nicht sichtbaren Menschen draußen in YouTube-Land und Facebook-Hausen. Wie beim Club Architektur üblich, bevor wir die hier schon sitzenden Gäste vorstellen, werde ich eine ganz kurze Einführung ins Thema geben. Keine Angst, das wird recht schnell gehen. Ein paar Bilder auch zeigen, damit man ein bisschen Bilder im Kopf hat, die zeigen, worum es geht. Ja, der letzte Club Architektur, den wir nur digital veranstaltet haben, letzten Dezember, hat sich die Ausstellung hier im AZW zum Anlass genommen, um über Wachstum zu reden und die Grenzen des Wachstums. Heute sind wir nicht ganz so nah am Thema Boden für alle, aber es geht natürlich auch um Territorien, wenn wir über die Stadtregion Wien reden, eine Region ohne Namen. Das ist die Region. Wir sehen hier von oben im Luftbild links den Wienerwald, das Wiener Becken, die Donau und das Marchfeld, dazwischen ein Fleck, ein bebauter Fleck, der ausufert. Das ist Wien und seine Region, wir sehen noch keine Grenzen. Doch eigentlich in den Köpfen sieht es vielleicht eher so aus, eine Stadt mit ganz, ganz fixen Grenzen in Form von Palisaden, belagert von Umlandgemeinden. Zwei verschiedene Bereiche, die scheinbar wie bei Rom und Julia seit ewig von verfeindeten Dynastien beherrscht sind, die Stadt und die Region, das Umland. Doch so lange ist es eigentlich noch gar nicht her. Genauer gesagt ist es fast exakt 100 Jahre her, dass die Scheidungsurkunde unterzeichnet wurde. 1920 bzw. 1921 wurde dann das berühmte Trennungsgesetz beschlossen, lang debattiert in den damaligen Gremien. Es gab sehr viele Vorschläge, wo die Grenzen zu ziehen waren, bis man sich auf die geeinigt hat, die wir heute noch haben. Es war damals ein bisschen in Mode, die Trennung. Gleichzeitig ist es in Berlin auch passiert. Berlin hat es aber anders gemacht. 1920 Groß-Berlin eingeführt und hat sich von 1,9 auf 3,8 Millionen Einwohner verdoppelt. Die Grenzen gelten heute noch und hat insofern ist Berlin zwar auch heute ein eigenes Bundesland, was eine Insel ist in einem anderen Bundesland, genau wie Wien, aber dadurch, dass Berlin sich vor 100 Jahren sehr stark vergrößert hat, hat es vielleicht nicht so die Probleme, die Wien hat mit der kleinen Fläche heute. Aber Grenzen sind ja nun nicht Gott gegeben und waren nicht schon immer da. Otto Wagner hatte seine grenzenlose Großstadt schon kurz vor dem Trennungsgesetz vorgeschlagen. Später wurden die Grenzen auch immer wieder verändert, das wissen wir natürlich auch vom das berühmte Groß-Wien von den Nazis 1938, was 1954 wieder zum großen Teil rückgängig gemacht wurde.
Wie definiert sich denn diese Stadt, Region Wien? Das haben sich auch bis heute immer wieder Planungsgremien Gedanken darüber gemacht. Das hier ist zum Beispiel die Stadtregion Plus, Anfang der 2010er Jahre, die gleich das Burgenland, das nördliche, noch mit hineingenommen hat. Es gab auch absurde Auswirkungen der Grenzen, wie der bekannte Bezirk Wien-Umgebung, der inzwischen aufgelöst wurde. War natürlich nicht wirklich kein zusammenhängender Bezirk, deswegen auch keine wirklich, hatte auch natürlich da gewisse Probleme. Manche sagen, es wurde auch aufgelöst, weil die Gemeinden dort nicht mehr die gewünschten Wahlergebnisse gebracht haben und man lieber homogene Bezirke mit sicheren Mehrheiten hatte. Ein Architekt, mit dem ich gesprochen habe vor einer Weile aus Niederösterreich, hat es auch sehr schön formuliert. Die Twilight Zone, also der Speckgürtel, hat ständige Panik, von der wachsenden Stadt geschluckt zu werden. Das ist vielleicht auch gar nicht so unbegründet. Da sehen wir Lange-Enzersdorf zum Beispiel. Bei der Gemeinderatswahl 2020 hatten die Grünen hier schon 22%. Ein Lang-Enzersdorfer, der aus Wien dort emigriert ist, mit dem ich geredet habe, gesagt, immer wenn ich die Nordbrücke überquere, beim Pendeln von Wien nach außen über die Donau, habe ich ein Gefühl von Freiheit. Das heißt, der Speckgürtel zieht auch immer mehr Wiener an und auch verändert sich natürlich auch soziologisch dadurch. Die Frage ist natürlich, was sind das für Identitäten, die dahinter stehen? Was ist eigentlich Niederösterreich überhaupt? Ein Land mit einem Loch in der Mitte, das seine Hauptstadt erst 1986 bekommen hat. Also hat Niederösterreich vielleicht ein Identitätsproblem, das wir behandeln müssen oder das man behandeln muss. Gleichzeitig kann man sich fragen, ist jetzt der Gegensatz von Stadt und Land wirklich so klar, auch soziologisch gesehen? Das hier ist das Donaufestival in Krems, das wir heute sicher noch zu sprechen kommen, mit einem sehr, sehr urbanen Publikum. Das hier die Landesausstellung Wiener Neustadt mit einer von 2019, glaube ich, mit einer sehr qualitativen Architektur von Bev Perovic. Gleichzeitig ist Wien vielleicht auch gar nicht immer so urban, wie es denkt, sondern manchmal auch ganz ländlich. Und überhaupt sieht vieles dann im Umfeld, im Speckgürtel, dann so aus, als ist weder Stadt noch Land, sondern irgendeine Art Durcheinander, irgendeine Art Mischung. Mit den entsprechenden Problemen, die sich ergeben, dass Wien für Wien plant und Niederösterreich eben nur für Niederösterreich plant, wenn wir an die Raumplanung denken, mit enormen Verkehrsproblemen, mit dem Problem, dass natürlich jeder gerne seine Kaufkraft bei sich halten möchte, weswegen Wien nicht nur von einem Grüngürtel, sondern auch von einem Gürtel von Shoppingcentern umgeben ist, wie hier das G3 in Gerasdorf mit den bekannten Problemen von Versiegelung, von Verkehrsaufkommen, die wir alle kennen. Die Frage ist auch, was tun wir mit den Flächen für die Selbstversorgung? Wenn Wien immer weiter wächst, bleibt dann noch etwas übrig hier. Am nordöstlichen Stadtrand baut die Wiener Stadtlandwirtschaft ihr Frühstück an, unser aller Frühstück, direkt neben der Schnellstraße S2 an der Stadtgrenze, weil man muss es ja innerhalb der Stadtgrenze tun. Wie man hier sieht, wächst Wien aber natürlich immer mehr auf diese Stadtgrenze zu und die Flächen werden immer weniger, wo noch Freiraum besteht. Das ist gleich ums Eck von dem vorherigen Foto im Nordosten bei Süßenbrunn. Und hier die Seestadt Aspern, ebenso ein Stadtwachstum nach außen, das natürlich auch auf Kosten, wenn es dann weitergeht, der Ackerböden geht. Und was passiert, wenn, was wir gerade sehr diskutieren, die Lobau-Autobahn kommt, die ja nicht nur ein Tunnel unter der Lobau ist, sondern auch eine Art Schnellstraße-Autobahn, die weitere Siedlungstätigkeit nach sich zieht und diese Grenze zwischen Wien und Niederösterreich so markiert. Was bleibt dann rechts und links davon übrig? Wie sieht diese Grenze aus? Wächst Wien und Niederösterreich einfach zu einem undefinierbaren Gatsch zusammen oder müsste man dann noch deutlicher planen, eingreifen und regeln? Diese Fragen werden wir heute auch beschäftigen und das ist die Frage nach der Region und die Frage nach dem Namen, weswegen wir den Abend heute Region ohne Namen genannt haben und vielleicht finden wir am Schluss des Abends einen Namen für diese Region. So viel zu meiner kleinen Einführung und nun darf ich gleich unsere Gäste vorstellen, die uns behilflich sein werden, die Fragen und Probleme zu definieren und vielleicht
der Region einen Namen zu geben. Gleich zu Beginn, es sollten eigentlich 4 Gäste sein. Ute Woltron hat heute leider abgesagt aus gesundheitlichen Gründen. Sie hat es sehr bedauert. Wir senden, falls sie doch zuschauen kann, von hier gute Besserung nach Ternitz. Sie hat mir aber ein paar Stichworte geschickt, die ich gelegentlich heute Abend an passenden Stellen einwerfen werde. Und gehe jetzt weiter zu unseren physisch präsenten Gästen, Gästinnen. Hier rechts neben mir sitzt Sibylla Zech, Raumplanerin, geboren in Nenzingen-Vorarlberg, seit 2008 Professorin für Raumplanung an der TU Wien. Sie leitet das Planungsbüro Stadtland, das in ganz Österreich für Raumplanung zuständig ist oder in der Raumplanung tätig ist, war auch bei der Stadtregion Plus beteiligt, die ich vorher gezeigt habe, und dann auch bei der regionalen Leitplanung im Bezirk Mödling, also bei Sachen, über die wir heute, wo sie gleich heute aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern kann aus der Praxis, was die Region Wien, die Stadtregion betrifft. Daneben Thomas Edlinger, Radiomacher, Kulturjournalist und Buchautor, man kennt ihn als FM4, Heiligtum, vielleicht von im Sumpf, Ausstellungskurator, lehrt an zahlreichen Universitäten und ist seit 2017 der künstlerische Leiter des Donaufestivals in Krems. Und außen Christian Rapp, promovierter Kulturwissenschaftler, Universitätslektor, der Ausstellungen kurierte von Aspananda Zaya zu den Wiener Linien, im Wiener Museum der Heizkultur, in der Österreichischen Nationalbibliothek, im Wien Museum, Technischen Museum Wien, also auf beiden Seiten der Palisade des gallischen Dorfes sozusagen. Und seit 01.01.2018 ist er wissenschaftliche Leiter des Haus der Geschichte Niederösterreich in St. Pölten. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches Biografisches vergessen. Würde ich vielleicht mit einem leichten biografischen Einstieg starten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Gäste fragen, wie sie sich eigentlich in dieser Stadtregion verorten biografisch und welche Bewegungen sie bisher oder auch im Alltag über die Grenzen benutzt und gezogen haben. Vielleicht würde ich anfangen, Thomas Edlinger, wir gerade schon geredet haben, geborene Südstadt, Bewohner die Südstadt ist natürlich ein sehr spannender Schnittpunkt zwischen urban und, also ein sehr urbaner Ausleger außerhalb der Stadt Wien. Gleichzeitig natürlich in der Praxis bei, denkt man ja, wenn man an FM4 denkt, ist das ja etwas sehr städtisches, wienerisches, urbanes. Jetzt Donaufestival Krems, war das dann vielleicht ein Kulturschock oder ist es vielleicht gar kein so großer Unterschied? Also wie war jetzt so die, wie waren die biografischen Bewegungen zwischen Wien und Umland? Es war kein Kulturschock, also ich kenne ja Niederösterreich ganz gut und ich bin nicht geboren in der Südstadt, aber ich bin dort aufgewachsen und habe halt die, die Verwandlung zu einem ruurbanistischen Gebiet eigentlich ganz gut biografisch mitverfolgen können. Als ich dort hingezogen bin oder meine Kindheitserinnerungen sind noch geprägt von großen Brachen, von Freiflächen, die dann sukzessive zugebaut wurden. Also dann kam die Shopping City Süd dazu und so weiter und es wurden all diese Zwischenräume eigentlich besiedelt und dann bin ich jahrelang sehr selten dort gewesen, habe nur ab und zu meine Eltern dort besucht, also mit größeren Abständen. Und dann ist es halt so, wie, ich weiß nicht, wie der Verwandte, der ab und an, wie der Onkel, der irgendein Kind wieder zu sehen bekommt und immer wieder sagt, groß bist du aber geworden. Und so ähnlich ging es mir auch, wenn ich da in diese Gegend wieder zurückkam, groß sind die Bäume geworden. Diese Idee der Gartenstadt, die vorher eher Behauptung war, hat dann bis zu einem gewissen Grad dann einen Realitätsbezug bekommen. Und groß ist auch die Stadt geworden, in dem Sinn, dass gefühlt immer weniger Unterscheidung in dieser Region für mich zu bemerken war. Auch dann durch den U-Bahn-Ausbau nach Siebenhirten und so weiter, wo das dann so auskragt, die ganze Gegend, als ich noch aufgewachsen bin, gab es nur die Badenerbahn als Verbindung. Also auch das, über das können wir ja dann vielleicht auch reden, über die Frage der Verkehrsanbindung, die ja auch so etwas wie gefühlte Näheverhältnisse herstellt zwischen Orten, die vielleicht gar nicht so nah sind, kommt darauf an, wie schnell so etwas verbunden ist und in welchem Takt.
All das hat quasi sehr zugenommen aus meiner Sicht. Und so dass ich jetzt eher gefühlt in meinem Kopf eher die Unterscheidung machen würde zwischen innerstädtischen Gebieten, die ich als richtig städtisch für mich erlebe, und so einer diffusen Stadtperipherie, die aber nicht endet an der Stadtgrenze. Also eher ein kontinuierliches Entwurf. So würde ich das eher so sehen. Ja. Auch architektonisch, finde ich. Ja. Und die Südstadt an sich ist dann selbst, vielleicht gibt es ja noch Zeit darüber zu reden, ist insofern halt architektonisch und auch ideologisch nicht uninteressant. Ich habe sie vorher eh schon erzählt, aber ich kann mich nur mehr lose oder dunkel daran erinnern, aber ich habe sogar mal eine Seminararbeit über das in Publizistik, das ich auch mal studiert habe, über das Entstehen der Südstadt und die Kommunikationspolitik über die Südstadt in den frühen 60er Jahren geschrieben, als das quasi propagiert wurde, so als so eine Art amerikanisches Wohnmodell oder amerikanisiertes Wohnmodell mit dem Zauberwort Bungalow. Hier gibt es Bungalows, Flachdächer und so, was ganz was Tolles. Und das hat damals, das war damals ein schwarzes Vorzeigeprojekt, so hat es zumindest, so stand es in der NÖN, 1961, 62 oder was ich mir da so angesehen habe. Und da war viel Behauptung dabei, die aber auch offenbar erfolgreich war, weil das war, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann, ist das sehr schnell gut angenommen worden. Es wollten viele Leute hinziehen, es galt als attraktiv. Und später, als ich dann Jahrzehnte später immer wieder hinkam, habe ich das Gefühl gehabt, diese Region oder die Südstadt an sich hat ein Überalterungsproblem. Also die jungen Familien von damals deren Kinder sind nicht mehr dort und haben nicht mehr neue Kinder, sondern ich sehe mehr und mehr Pensionisten. So ist das. Da werden wir sicher nachher noch darauf zurückkommen, wenn wir ein bisschen auch über Identitäten und Selbstzuschreibungen reden. Sibylla Zech, aufgewachsen in Vorarlberg, in einer Raumplanungsdynastie. Vorarlberg ist ja auch, wenn man das Rheintal sieht, ja auch eine Art Stadtregion, also eine Art zu einem Kontinuum zusammengewachsen, wo man jetzt, auch wenn man jetzt darauf schaut, wirklich keine Grenzen mehr sieht, außer man weiß, wo sie administrativ sind. Wie ist jetzt so aus deiner persönlichen Erfahrung oder auch fachlich der Vergleich zwischen der Stadtregion Wien und Vorarlberg? Kann man das in irgendeiner Form vergleichen? Ja, ich glaube, heute kann man da schon einiges vergleichen. In der Zeit, als ich nach Wien gekommen bin, also Ende der 70er Jahre, ganz und gar nicht im Kopf, und fachlich wäre da auch nie daran gedacht gewesen. Also auch wie ich nach Wien gekommen bin, ich bin nach Wien gekommen, ich wollte auch nach Wien, und ich habe, dass da auch noch was rundherum ist, das war vollkommen uninteressant, da abgesehen davon, dass es einen eisernen Vorhang gab und dass sozusagen die mentale Landkarte dominiert hat. Und umso faszinierender war für mich dann eigentlich, das Wiener Umland kennenzulernen. Also das weite, offene Land sozusagen. Ich erinnere mich, einer der ersten Ausflüge, die wir gemacht haben, war gleich in den Seewinkel hinunter, und da haben wir die Puster gesucht und gefunden ein bisschen. Also dieser pannonische Raum, dann auch der Wienerwald, nicht? Also dass dann die Alpen bis nach Wien hereingehen, und wenn man an schönen Tagen Südrand von Wien ist, dann sieht man den Schneeberg, oder dass die Donauauen mitten nach Wien hereinreichen, die dann später ein Nationalpark wurden, oder auch das Machfeld, das ist wieder so dieses weite, offene Land, und dass es dann in das Hügelland des Weinviertels hineingeht. Also ich bin dort dann eigentlich ein ziemlicher Fan auch geworden, so rein persönlich, auch vom Wiener Umland, aber ich lebe mitten in Wien, ja. Also ich lebe jetzt da gleich ums Eck im 6. Bezirk und habe immer mitten quasi in der Stadt innerhalb vom Gürtel gelebt. Aber so insgesamt ist für mich ganz persönlich, und natürlich wird das verstärkt durch die Arbeiten auch im Umland, aber das ein Lebensraum. Und tatsächlich, also ja auch diese Unterscheidung, diese mentale Grenze, alltäglich wird die Grenze überschritten zum Arbeiten gehen, zum Wohnen, in die Schulen einkaufen und so weiter, Freunde besuchen. Also da ist ganz viel Wechselbeziehung da, die sich aber eben nicht in den planerischen Rahmenbedingungen widerspiegelt, weil da haben wir einfach die administrativen Grenzen, und mit denen ist nicht einfach umzugehen. Wenn man vielleicht eh noch
weiter darauf zu sprechen kommen. Da werden wir nachher auf jeden Fall noch darauf zu sprechen kommen, wenn es noch raumplanerischer wird und administrativer. Christian Rapp, sehr viele Bewegungen in der Berufslaufbahn in der ganzen Region, jetzt auch St. Pölten, ich habe es vorher schon kurz gezeigt, eben die jüngste Landeshauptstadt. Wie ist das im Rückblick jetzt? Gab es da Punkte, wo Sie das Gefühl haben, jetzt werden irgendwelche räumlichen Grenzen überschritten bei diesen Wegen, oder da wird es jetzt irgendwie anders, vielleicht auch innerhalb Niederösterreichs, oder ist es auch eher so ein das Gefühl eines Kontinuums, eines Kulturraums? Ja, ist auch biografisch abhängig. Also ich bin aufgewachsen in einer Gegend nicht weit von Thomas Ehlinger offenbar, im Südwesten von Wien, in einer Siedlung, die ungefähr ähnlich strukturiert war, mit so einer Mischung aus Wohnblocks, Bungalows, Reihenhäusern am Königlberg. Und hatte dadurch immer auch diese Gegend im Süden auch kennengelernt. Das heißt, wir waren, was weiß ich, Eislaufen da in diesem riesigen Bundessportzentrum, und wir waren natürlich dann, wie die SCS offen war, dort auch einkaufen und so. Und das war auch eine, ja, schon noch diffuse Gegend. Ich habe dann später auch in einer Band gespielt, wo auch die Mitglieder aus der Gegend kamen, Inzersdorf, Mira Inzersdorf, Südstadt. Kann mich erinnern, dass ich im Südstadt, in einer der Wohnungen Südstadt von der Familie Grissemann zum ersten Mal MTV gesehen habe, und wir wollten damals selber so eine Art Rockoper machen und waren ganz beeindruckt, dass man da stundenlang in einem Sender nur Musikclips anschauen kann. Ja. Also es gibt sozusagen so bestimmte Punkte, also bestimmte Ereignisse, die mich stark an diese Region knüpfen. Ansonsten, ja, meine Familie lebt zum Teil nach wie vor dort in der Gegend zwischen Ketzergasse und Gießhübel. Die habe ich auch ein bisschen interviewt. Da merke ich auch, was es für einen Unterschied macht, ob man mit einem jungen Menschen spricht, der heute dort aufwächst, also ungefähr 20 Jahre alt ist, und jemand, der aus Wien hinausgezogen ist, der heute 80 ist. Also da halten sich dann schon sozusagen die älteren mentalen Landkarten viel stärker als die jüngeren. Ich persönlich bin ein Pendler nach St. Pölten, wobei ich sagen muss, St. Pölten hat im Unterschied zur Südachse den Vorteil, dazwischen ist der Wienerwald. Man fährt mit dem Wienerwaldtunnel, man ist in 0,nix in St. Pölten, es ist einfacher als in Wien eine längere Strecke wo herumzufahren. Und das ist wiederum ein völlig anderer räumlicher Bezug, also der in gewisser Weise sehr sauber ist. Ja, also da ist Stadt Wien, da ist eine Stadt St. Pölten, wo ich auch nicht sagen würde, das wäre eine Region ohne Namen, dort hat alles relativ klare Namen. Ja, interessant, dass Sie die Ketzergasse erwähnen. Das ist ja wirklich, ich hätte sie eigentlich auch zeigen können am Anfang, weil ich sie immer sehr faszinierend fand. Ich bin lange auch in die Ketzergasse entlang gependelt, weil sie ja wirklich ganz lange direkt auf der Grenze verläuft und die Häuser links, wenn man rausfährt, sind Niederösterreich und rechts sind sie Wien. Und man denkt immer, sind die jetzt irgendwie unterschiedlich? Sind da links grüne oder rechts rote Menschen, links blaue, gelbe Menschen? Aber das bringt uns ja gleich passenderweise auch zum Thema der Identität und der Selbstidentifizierung in diesem Umland. Ich kann vielleicht zur Überleitung auch kurz selbst biografisches einfügen. Früher ja auch vor dem reinen Journalismus etwas tätig gewesen in der Raumplanung in Niederösterreich, gerade im südlichen Speckgürtel. Und es war immer sehr interessant, in dem ganzen Bezirk Mödling, wenn wir da als Raumplaner zu Bürgern geredet haben, dass die Bürgermeister uns immer eingeschärft haben, ihr dürft auf keinen Fall das Wort Stadt verwenden. Das wollen sie überhaupt nicht hören, selbst wenn es Orte waren, die schon 10.000, 12.000 Einwohner hatten, aber und wir ihnen, den Bürgern, versucht haben zu vermitteln, das ist alles eigentlich ein Kontinuum, also da gibt es keine Grenzen bis Wien, aber für sie war es immer noch Dorf, also sie waren was Eigenes. Und man kann das ja vielleicht auch verstehen, dass man sich jetzt nicht von der Stadt einholen lassen will. Sibylla, du warst ja auch mit Stadtland, glaube ich, auch beteiligt im Bezirk Mödling, viel tätig. Wie war das in deiner Erfahrung? Wie ist das Gefühl von, wie sich Orte jetzt als isolierte Orte definieren im Umland und inwiefern sie sich bewusst sind, dass sie Teil einer Region sind? Und gab es da so Abgrenzungsbemühungen einzelner Orte? Also diese Arbeit regionale Leitplanung, die hat sich auf den Bezirk Mödling bezogen. Das war dann schon wieder eine Grenze, die natürlich eine künstliche Grenze wiederum ist. Das heißt, die Identitäten innerhalb dieses Bezirks sind ja auch wiederum sehr unterschiedlich. Ne? Da gibt es den Bereich des Wienerwaldes, die Wienerwaldgemeinden, da gibt es den Bereich der eigentlichen Südachse mit diesem auch sehr starken baulichen Druck. Und dann gibt es sozusagen das flache Land, das eher
ja, dass die von der Weite gekennzeichnet ist und eben diesen Gemeinden, Ortschaften, die da drin verstreut sind und wo aber sehr viel Fläche vorhanden ist und zum Teil auch ja, zunehmend intensiv genutzt wird. Also da sind einmal schon drei Identitäten da drinnen und das haben wir sofort gemerkt, da können wir jetzt nicht über das Leitbild, über gemeinsames Leitbild sprechen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen. Und da haben wir dann zum Beispiel Exkursionen gemacht, wo die Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Gemeindemandatarinnen, sozusagen die anderen Teile besucht haben und sich gegenseitig dort geführt haben und berichtet haben. Also und das mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln, die man ja gar nicht im Wienerwald kann ich nicht mit dem Fahrrad so leicht unterwegs sein und an der Südachse kann ich sehr gut mit dem schienengebundenen Verkehrsmittel unterwegs sein, was ich dann in Botendorf, also Richtung Botendorfer Raum, trotz Botendorfer Linie schon wieder nicht mehr so gut kann. Also auch mit diesen unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Und das hat dann schon das Gespräch auch geöffnet und auch das Gespräch über Stadt zu reden geöffnet, nämlich die städtischen Qualitäten. Auf der einen Seite will man auch, aber man will auch die Qualitäten des Landes und diese Verknüpfung, die Konflikte damit, aber auch diese Ergänzungen und Synergien, wenn man die mal auf den Tisch bringt, dann kann man anders weiterreden. Und so ist es dann gelungen, gemeinsame Leitbilder für die Siedlungsentwicklung, für die Landschaft und für die Mobilität zu entwickeln. Ja. Dass die jetzt nicht rasant wahnsinnig umgesetzt werden momentan, das ist halt vielleicht noch ein anderer Punkt, weil es schon immer ein Problem ist, wenn man in Regionen arbeitet, da ist man für 1,5 Jahre oder so beauftragt mit dem Prozess und der kommt dann zu Beschlussfassungen, aber dann die Begleitung weiterhin, die fehlt dann. Ja. Und die Region hat ja keine Governance, sage ich jetzt da dazu, sie hat niemanden, keinen Kümmerer. Da ist niemand zuständig dafür, ja, die zu begleiten. Und auch wenn das Stadt-Umland-Management hier versucht und auch gute Arbeit leistet, aber es ist halt eine andere Situation, als für ein Bundesland gilt oder für eine große Gemeinde. Wir haben ja vorher gesehen, dass es einen ziemlichen Move gibt, auch von Wien nach außen, was sich jetzt auch durch Stadtflucht noch verstärkt hat, vermutlich auch im letzten Jahr mit Corona und sich auch natürlich soziologisch viel ändert. Die Bewohnerstruktur ändert sich auch in der Region. Und ich bin ja auch immer regelmäßig beim Donaufestival in Krems und man hat ja manchmal so den Eindruck, wird der ganze 6., 7. Bezirk in Wien entleert und alle sind jetzt kurz in Krems und dann gehen sie wieder zurück. Also es ist so eine Art eher so ein kurzzeitig umgetopftes Wien. Aber wie ist so die Erfahrung, wenn man dort selbst arbeitet, inwiefern hat das dann schon auch mit der Kultur vor Ort zu tun und was hat das dann auch mit der Identität, sagen wir, von Krems, mit dem Ort zu tun, das Donaufestival? Wie ist das da verwurzelt? Ja, das ist ein Spannungszustand und die Warnung ist natürlich richtig, dass ein großer Teil des Publikums des Donaufestivals zum Beispiel aus Wien kommt. Vielleicht nicht nur aus dem 6., 7. Bezirk, aber große Teile kommen natürlich aus Wien. Die Frage, wie man das regional oder städtisch in Krems kommuniziert und verortet, ist eine, die, glaube ich, jedes Jahr neu zu stellen ist. Also wir versuchen das immer wieder mit spezifischen Projekten, die Leute am besten in Aktivität versetzen, vielleicht also quasi diesen alten Begriff der Partizipation nochmal überschreiten, sondern in Aktivität, in Mitwirkung versetzen. Das ist das, was am besten funktioniert. Das heißt aber auch nicht automatisch, dass wenn das einmal funktioniert, dass das so ist wie eine Pflanze, die man einmal gegossen hat und dann wächst sie einfach, sondern das muss man immer wieder neu und in verschiedenen Konstellationen neu austarieren und neu versuchen. Warum das quasi so eigentümlich ist, dass man quasi so eine Art vor allem urbanes Publikum halt aufs Land, zu einer Landpartie bringt oder so, das hängt natürlich schon auch mit der Programmierung zusammen, weil das Festival an sich von der Programmierung her durchaus natürlich auch in einer größeren Stadt sein könnte, es aber nicht ist.
Und also klarerweise zieht es natürlich auch viele Leute aus der Region Krems an, die dann aber nicht mehr in Krems leben, zum Beispiel. Ja, also die haben dann auch in Wien, arbeiten in Wien unter Umständen oder haben da studiert oder haben aus verschiedenen Gründen, weil sie zum Beispiel mit solchen Dingen zu tun haben, weil sie vielleicht Musik machen oder sowas. Das ist klar, dass das dann eher in urbanen Gefügen eher stattfindet, wo sich auch so etwas wie Szenen mit einer kritischen Masse, also mit einer gewissen Größe überhaupt erst herausbilden können. Und das ist, glaube ich, also meiner Erfahrung nach, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber das hat etwas mit der Größe oder der Verdichtungsqualität eines städtischen Raums zu tun. Auch in dem Sinn, dass sich Szenen auch in ihrer Unterschiedlichkeit, also in ihrer Differenz aneinander schärfen können. Dazu muss es aber mehrere geben. Und das ist ein glaube ich, immer noch eher steht, also trotz Internet und trotz anderer Kommunikationsmöglichkeiten ist es nach wie vor, glaube ich, doch ein eher städtisches oder großstädtisches Phänomen. Das ist interessant, weil das, was das städtisch ausmacht, dass sich mehrere Szenen natürlich direkt aneinander reiben können auch. Und Krems ist ja, bringt mich gleich auch zu Ihnen, Christian, ja schon noch ein bisschen geplant innerhalb Niederösterreich, so als die Stadt mit der Kultur, St. Pölten ist, das ändert sich natürlich immer wieder, ist ja die Stadt mit der Verwaltung. Also ist ja schon so auch eine Art Arbeiten an der eigenen Identität als Niederösterreich. Und ist so als Experte vom Haus der Geschichte Niederösterreich, also wie ist eigentlich so auch die Geschichte, wie Niederösterreich eigentlich seine eigene Identität gefunden oder vielleicht auch erfunden hat? Gefunden, erfunden kommt eh schon hin. Also es ist ein Land traditionell mit einer relativ gering ausgeprägten Landesidentität, jetzt im Vergleich zu Steiermark oder Tirol oder auch Vorarlberg oder so, wo man sagen kann, sind die meisten Menschen klar, was ist das, was sind Charakteristika. Das war in Niederösterreich immer wesentlich schwächer, das heißt, man hat sich historisch auch immer viel stärker mit Österreich als solchem identifiziert, aber wenig mit dem eigenen Land. Das hängt natürlich auch mit Wien zusammen, dass wir sozusagen ja auch in gewisser Weise einen Sogfaktor darstellt, aber auch natürlich einen Trennungsfaktor. Das heißt, ob man im Weinviertel ist oder im Industrieviertel oder im Mostviertel, macht einen Unterschied. Es gibt sehr wohl diese regionalen Identitäten, eben Mostviertel, Waldviertel, es gibt auch Bezirksidentitäten, aber sozusagen die Landesidentität war immer relativ schwach. Und das heißt, dass das sozusagen politisch für längerfristige Projekte, aber das wird die Frau Zach wahrscheinlich noch viel besser wissen, schon einen Unterschied macht, ob sozusagen sich die Menschen mit ihrem Land auch identifizieren können, ob sie sagen, ist mir eigentlich wurscht, was die da in St. Pölten tun. Jedenfalls hat man das sicherlich in den letzten 30 Jahren viel, viel investiert, also gerade Kultur, zeitgenössische Kunst und so weiter, Wissenschaft, ja, auch ganz, ganz wichtig. Und würde sagen, man kann sagen, ja, hat eigentlich funktioniert. Ja. Was sicherlich ganz wichtig war, und ich weiß es selber, weil ich hatte einige Freunde, die auch sozusagen Speckgürtel aufgewachsen sind, die jetzt natürlich in den 80ern, wie es um die Frage gegangen ist, braucht Niederösterreich eine eigene Hauptstadt? Gesagt haben, das ist ja für ein Blödsinn, ja, ob man in Klosterneuburg war oder eben Mödling oder sonst wo. Völlig überflüssige Sache. Ja. Also ich glaube, dass es tatsächlich die richtige Entscheidung war, rückblickend betrachtet auf alle Fälle. Es haben natürlich viele Landesbeamten, die ja in der Herrengasse hier residiert haben und ihre Büros hat in der ganzen Umgebung dort. Natürlich, ich werde nie hinausziehen und man sagt, dann hat man sich lange angesiedelt rund um den Westbahnhof, damit man möglichst schnell auch wieder in Wien ist. Also da gab es ja die schnelle Verbindung noch nicht und so. Das heißt, das Hinausziehen von vielen, die in Wien als niederösterreichische Beamte gearbeitet haben, war ein sehr zögerliches, sehr langsames. Aber man muss sich vor Augen halten, dass wahrscheinlich Niederösterreich tatsächlich auch keine Option gehabt hätte. Also es gab ja tatsächlich noch ein langes Gerangel um Wien, Niederösterreich. Niederösterreich hat ja unter anderem immer von Wien gewünscht, dass sie endlich dafür etwas refundieren, dass hier sozusagen die Kommunalsteuer für niederösterreichische Beamten an Wien geht. Ja? Und das sind Millionen gewesen. Das wurde immer wieder vorgerechnet. Und Wien hat gesagt, das ist uns im Prinzip wurscht. Und erst als dann sich abgezeichnet hat, naja, jetzt könnte eine eigene Landeshauptstadt tatsächlich ein Thema werden, gab es nochmal eine sogenannte Vatikan-Lösung von Wien. Die gesagt haben, ihr macht ihr eigenes niederösterreichisches Territorium in Wien. Ne? Aber auch das wäre nur eine kurzfristige Geschichte gewesen. Und tatsächlich, meine These, die meisten niederösterreichischen Beamten, wenn sie nicht nach St. Pölten gegangen wäre, wenn es nicht St. Pölten geworden wäre, würden heute nicht in Wien 1 sitzen, sondern wahrscheinlich in Wien 11 oder in Aspern-Seestadt, wenn man halt dort irgendwo eine riesige Tintenburg gebaut hätte, die dann quasi die Agenten übernommen hätte. Also insofern war es eine richtige Entscheidung und ich glaube, was auch wichtig ist, ist nicht nur
Krems als Kulturstadt, sondern auch die Achse zwischen den beiden. Also dass man da tatsächlich auch Entwicklungsdynamik aus Wien herausgeholt hat. Ich glaube, es hat auch Wien genützt, ja? Weil sonst wäre sozusagen hier noch mehr akkumuliert worden. Und das war ja bis in die frühen 80er Jahre insofern kein so großes Thema, weil ja eh die beiden Bundesländer geschwächelt haben, ja, stagniert haben, bevölkerungszahlmäßig. Ich kann mich erinnern, gab es Zeiten, wo man ja gekämpft hat um jeden Einzelnen, der sich irgendwie meldet, auch als Zweitwohnsitzer. Hauptsache, man ist irgendwo auch in Niederösterreich und auch in Wien gemeldet. Das ist in den 80ern, also noch vor der Eröffnung, hat sich das schon verändert und nach 89 sowieso. Also heute ist die Situation eine völlig andere. Aber eben in der Situation wäre das sicherlich ein Problem geworden, wenn die Verwaltung quasi in Wien geblieben wäre. Sibylla? Ich finde es jetzt spannend, dieses Thema mit der Landeshauptstadt anzusprechen, und es bringt mich jetzt eben auch in Erinnerung eine Strategie, die da auch parallel diskutiert worden ist in der Raumplanung sehr intensiv, und Fritz Schindecker ist hier auch im Publikum und war da auch ganz maßgeblich da beteiligt. Die Landeshauptstadt war ja eine Dezentralisierung, auch sozusagen regional gesehen, aber es gab ja auch eine andere Dezentralisierungsstrategie für die Ostregion, nämlich die Landstädte zu urbanisieren, um das Umland weniger zu suburbanisieren, also sozusagen zusammen. Und das war dann eine Studie, wo wir zusammenarbeiten durften, wo es darum gegangen ist, das Potenzial sich anzuschauen, die Städte, diese kleinen Städte um Wien herum zu stärken und die Siedlungsentwicklung dorthin zu lenken. Also nach Bruck, nach Mistelbach, nach Stockerau, nach, was haben wir noch gehabt, Horn war damit dabei, Gänserndorf, also einige dieser Kleinstädte sozusagen zu urbanisieren, zu Städten mit mehr Funktionen zu machen, mit einem guten öffentlichen Verkehrsanbindung, um sozusagen die Ausdehnung der Siedlungsentwicklung in der Fläche zu reduzieren. Das ist nicht gelungen, das auf die Gemeinden hinunterzubringen, das wollte dann auch das Land eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, das ist halt sehr schade, gell, Fritz? Das war eine gute Idee damals. Teilweise ist es schon gelungen, ja, punktuell, mit den Gemeinden, die da auch ein Potenzial drinnen gesehen haben, aber da sozusagen eine Strategie zu fahren, wo man dann wirklich mit diesen Gemeinden zusammenarbeitet und entwickelt und nicht nur reagiert das Land, sondern entwickelt, das war nicht drinnen. Aber interessant fand ich auch jetzt, wie herausgekommen ist, dass es die Bemühungen gibt, dass eben jetzt so Achsen, dass es auch Querachsen gibt in der Region, in Niederösterreich zwischen St. Pölten und Krems. Das ist nicht einfach nur alles radial, wie es lange war, glaube ich, von Wien nach außen ging, nach Wien und wieder raus und rein und wieder raus. Und dass man jetzt so eine Art polyzentrische Stadt konstruiert aus einzelnen Punkten in Niederösterreich, oder? Ja, definitiv. Also ich meine, es gibt dann auch diese Achse, diese Westachse da am Stetten und so weiter, die schon Richtung Linz weist und so, die auch relativ stark ist. Aber in der Tat, ich meine, die Frage ist wirklich interessant, nicht sozusagen, das hätten natürlich diese Bezirksstädte, die leiden ja besonders stark unter der, ja, letztlich wahrscheinlich dann doch der Nähe Wiens oder vielleicht auch des Wiener Umlandes. Also für mich ist der Vergleich Wiener Neustadt St. Pölten. Also die Stadt St. Pölten hat eben aufgrund dieses Wienerwalds, der dazwischen liegt, der dafür sorgt, dass nichts dazwischen ist, tatsächlich eine relativ konsolidierte, erfreuliche Entwicklung. Wiener Neustadt ist innen im Zentrum ja auch relativ entleert. Also ich meine, da ist einfach die eigenen Gewerbezentren rundherum sind ja auch gewaltig. Ja. Aber ich glaube, da ist in diesem ganzen, also dieser ganze Weg nach Süden, ja, der ist sozusagen so durchzogen von so viel sich gegenseitig aufeinander wirkenden Kräften, ja, den gibt es zum Beispiel nach Westen nicht. Ja. Also da kann man, glaube ich, mehr auch offenbar einwirken auch auf die Planung, was quasi so im Süden von Wien und vielleicht auch Richtung Osten viel schwerer möglich ist. Thomas Ehrlinger, ich wollte gleich nochmal zurückgehen auf das von vorhin, weil ich sehr spannend fand, die Geschichte mit der Südstadt und wie sie auch damals medial verkauft oder repräsentiert wurde, auch so ein bisschen als wenn ich es richtig verstanden habe, so als Model für diese Region, wenn man das jetzt heute vorstellt, heute ist dort daneben ist die Blaue Lagune und das ist ja nun eigentlich eher dann zum Role Model für wie man da wohnen soll geworden. Ne? Also was ist da dazwischen passiert? Oder wenn diese Deutung jetzt stimmt, die ich da rein interpretiere, dass es damals so eine Art
offensives Zugehen auf sowas Städtisches oder was Modernes gegeben hat, was heute vielleicht gar nicht mehr dort so funktioniert dort. Ja, also das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, das beurteilen zu können, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber aus meiner Sicht ist es halt eine relativ durchschnittliche Sprawl-Entwicklung, die da halt auch Platz gegriffen hat und die halt diese Brachflächen okkupiert hat, zugemacht hat und dadurch auch diese schärfere Unterschiedlichkeit zum Beispiel zwischen der Südstadt und dem Ortsteil Maria-Enzersdorf oder Mödling, das waren ja gewachsene Städte, während das andere sozusagen die modernistische Planstadt ist, die da reingesetzt wird mit der Idee, auch eine Stadt ohne Geschichte hinzusetzen. Also die so quasi, also eigentlich so eine richtige moderne Idee, die man jetzt auch nicht mehr so in dieser Form verfolgen würde. Also das hat sicherlich auch, deswegen meine ich auch, dass es auch eine ideologische Frage ist, die da ins Rutschen gekommen ist über die 5 Jahrzehnte oder 6 Jahrzehnte, die das jetzt schon her ist. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und jetzt sind, glaube ich, diese scharfen Unterschiede zwischen der Setzung eines neuen Anfangs und da sind dann die Bäume eher eine ganz gute Metapher dafür, sind halt zugewachsen, unscharf geworden. Also wenn ich jetzt in die Südstadt zurückkomme, sehe ich den Unterschied zwischen der Südstadt und der Schulstadt Mödling, das war mein prägender Eindruck von, ich bin in Mödling dann zur Schule gegangen, also im Gymnasium, dann sehe ich so nicht mehr. Das ist, hat sich sehr ineinander geblendet. Auch den Unterschied, wie bestimmte Neubauten an den Ortsrändern von Brunn am Gebirge oder Maria-Enzersdorf gebaut werden, wie die sich sozusagen in das Südstädtergebiet hineinfräsen und umgekehrt ist es sehr ähnlich geworden hat keine großen unterschiedlichen Setzungen meiner Meinung nach mehr im Kopf, planerisch. Also Südstadt war ja schon auch ein bisschen sozusagen in der Idee dieses Roland-Reinerschen Planens auch für diese Achse nach Süden. Nicht? Und ich glaube schon, also das sagt der Georg Riegele, der ist Archivar von IVN und damit natürlich auch ein Kenner der Südstadt, das heißt, dass es sehr wohl die Überlegung gegeben hat, dass man quasi mit der Südstadt ein Prototyp entsteht, die sich dann sozusagen x-mal dann reproduziert, bis wie eine neue Stadt quasi wie eine Bahnstadt nach unten hätte verlängern können. Ja. Wie aussichtsreich das immer war, mag gezweifelt werden. Wie gesagt, die 50er, 60er Jahre, der Bebauungsdruck oder Bauentwicklungsdruck war ja gering im Vergleich jetzt zu Paris oder anderen europäischen großen Städten. Ja. Berlin vielleicht eher, weil dort ja nicht viel los war. Wir waren ja quasi hier im östlichen Eck, also da tat sich nicht viel. Aber damit war man jetzt auch nicht unter diesem Zwang, sozusagen jetzt Satellitenstädte irgendwie rausschießen zu müssen. Und die Südstadt blieb dann letztlich ein Einzelfall. Aber ich glaube schon, dass die Idee war, diesen Typ sozusagen zu reproduzieren. Ja. Dann in der Tat hat sich das dann anders verselbstständigt und die Blaue Lagune ist sozusagen zum Modell geworden. Aber ich glaube, was auch interessant ist für diese Reaktion, was immer so spannend, man kann sich ja die Landkarten inzwischen ja alle online auch anschauen, dass es immer eine Gegend war, die extrem fremdbestimmt war. Also das beginnt schon, und lustigerweise das erste Kartenbild, wo man sieht, dass diese Region nicht ganz über sich selbst herrschen kann, nämlich nicht einmal diese kleinen alten Städte wie Berchtesgadensdorf, Mödling oder so, das ist für mich die sehr, sehr schöne Allee, die Schlossallee von Schönbrunn nach Laxenburg. Auf einmal taucht in einer Karte, also wenn man nicht weiß, wenn man sich Wien wegdenkt da oben, auf einmal taucht in der Karte eine schnurgerade Linie auf, die nichts anderes zu tun hat, als zwischen Schönbrunn und Laxenburg eine gerade Linie in einer Allee herzustellen. Völlig egal, welche lokalen Straßen man da überquert. Ne? Und das setzt sich dann im 19. Jahrhundert mit den Eisenbahnlinien fort. Wobei ich sagen würde, die Südbahnlinien ist ja noch eine, die entlang der alten Städte unterwegs ist. Ne? Also die muss da ja auch noch, da haben wir mit der Pottendorfer Linie zum Beispiel eine, die hauptsächlich eben Industriebetriebe zu versorgen hat. Ja? Und Partnerbahn ist dann fast der Zwischenspiel. Dann kommt die Autobahn. Ja? Aber all das sind nie Prozesse, wo man sagen kann, irgendeiner von diesen Orten oder was weiß ich, eben die Stadt Mödling hätte hier jetzt besonders wirken können, sondern das ist einfach von fremd sozusagen da hineingesetzt worden. Und das zieht sich noch bis in die SCS-Geschichte. Und die SCS-Geschichte finde ich auch deshalb wieder so spannend, weil sie ja
auch nicht eine Geschichte ist, die nur so hätte passieren können. Erstens einmal, wesentlich, glaube ich, ist für Vösendorf zum Beispiel, für die Nachkriegsentwicklung natürlich auch dieses Zurückabwickeln dieses Groß-Wiens. Und eine derjenigen Gemeinden, die eigentlich unbedingt zu Wien wollten, war Vösendorf. Dann waren sie nicht bei Wien und waren natürlich auf einmal Profiteure dieses Wettlaufes des Herrn Duisig, also des SCS-Gründers, wo bekomme ich große billige Flächen irgendwo entlang dieser Ziegelteiche, um eben diese City zu bauen. Und Wien wäre möglich gewesen. Ich glaube, es gab auch die Optionen dazu. Nur haben die Wiener gesagt, na, wenn wir sowas machen, machen wir das selber. Ja, und damit war Vösendorf an der Reihe und dann ging alles sehr, sehr schnell und so. Und damit ist auch ein Entwicklungsmotor entstanden, der dann zum ersten Mal wirklich in der Region identifizierbar ist. Das ist etwas, wo man sagen kann, von dem ausgehend geht die Geschichte anders weiter. War mal eine der reichsten Gemeinden Österreichs, glaube ich. Ich glaube, sie ist immer noch, oder immer zweitreichste, nach Lech oder so. Ja. Man sieht es auch dort noch. Ja. Aber ich fand doch interessant, ja, Sibylla kurz. Hm? Ich möchte an ein Stichwort anknüpfen, fremdbestimmt, also so aufgezeigt an diesen Infrastrukturlinien, die da ins Land gezogen wurden. Interessant ist aber, dass es eigentlich keinen Plan für die Region gab. Also es gab nie diesen Plan, anders als in anderen Großstädten, also als in Berlin, wo es so diesen sternförmigen Plan gab mit den Grünkeilen dazwischen, anders als in Kopenhagen, wo es diesen Fünf-Finger-Plan gegeben hat, anders als in, ist jetzt vielleicht von der Größe nicht vergleichbar, aber Paris oder London, die mit den New Towns oder Nouvelle Ville oder so gearbeitet haben. Also dieses fremdbestimmte oder von oben bestimmte Bild sozusagen, das hat es eigentlich nie gegeben. Und es gibt aber heute auch noch nicht das gemeinsame Bild. Ja? Also man könnte ja das Bild auch gemeinsam zeichnen, das muss nicht fremdbestimmt sein. Und auf diesen Prozess, also du hast das Stadtregion Plus angesprochen, steht dann sich schon drinnen, dass man diesen Prozess eigentlich auch einmal machen sollte, um dieses Bild der Region, also auch in der städtebaulichen, landschaftlichen, physischen Struktur, aber natürlich auch in der Kooperationsstruktur weiterzuentwickeln und Realität werden zu lassen. Vielleicht braucht es dann dazu auch das politische Gesicht und so, ja, also wenn man von Gesicht und Bild und Namen der Region sprechen. Ja, also Bild ist einerseits planerisches Bild, aber halt auch einfach für alle, für die ganze gesamte Bevölkerung ein Bild, dass man überhaupt ein Bild von der Region hat, ja, auch von der Identität her. Auf die Institutionen und Planungsinstrumente kommen wir nachher noch zurück. Ich wollte mich jetzt noch mal kurz festbeißen an den Identitäten und weil ich auch diese Südstadt-Sache so spannend finde, weil sie auch ein bisschen, es gibt ja auch mehrere Orte, wo es so kleine Südstadts gab in der Region und heute wachsen ja nicht nur die Bäume, sondern ein Großteil der Region und wenn jetzt die Nordostumfahrung kommt, wird es in Groß-Enzersdorf, denke ich mal, auch richtig losgehen. Diese Orte wachsen ja alle sehr stark. Ich habe aber immer noch den Eindruck, so, wenn wir das jetzt soziologisch sehen, dass es innerhalb der Orte immer schon noch einen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die im alten Dorfkern wohnen und die in den 60er Jahre, 70er Jahre Siedlungen wohnen, in denen die etwas höher sind und dann vielleicht denen, die jetzt dazuziehen, also auch aus eigener Erfahrung ist es, naja, da ziehen jetzt neue Leute aus Wien raus, aber die wollen sich jetzt nicht engagieren in der Gemeinde, die wohnen da nur und haben aber vielleicht gehen abends dann immer nach Wien, die gehören dann auch nicht so zu uns. Das macht ja auch was mit so der Identität von einem Ort. Ja, also das finde ich irgendwie ganz interessant, ob sich das jetzt deckt mit ihren Beobachtungen in der Region, dass es innerhalb der Region dann auch sich jetzt so aufsplittet. Also Ute Woltron hat auch, kannst du nur kurz zitieren, was sie mir geschickt hat, aus ihrer Sicht von Ternitz, das Industrieviertel, was zwischen Ternitz und Wien liegt, früher der Diener der Großstadt Wien, alle Verkehrsverbindungen wie der Neustädter Kanal ging von dort nach Wien und dass es sich jetzt teilweise umdreht und teilweise auch durcheinander wirbelt, diese ganzen Pendelbeziehungen und Querbeziehungen. Also was macht das auch mit seiner Sozialstruktur von der Region, frage ich. Also was jetzt diese lokale Identität betrifft, also ich habe schon einen Eindruck, tatsächlich, so wie Sie es beschreiben, also es gibt natürlich die Ortsansässigen und es gibt die Zugereisten, die dann mit dem Ort nicht wahnsinnig viel Bezug haben. Ich glaube, dass das möglicherweise auch innerhalb dieser Region verschieden ist. Sie haben ja vorher auch gesagt, dass innerhalb von Mödling ist es schon so verschieden, je nachdem, ob man im Flachen wohnt oder im halb bergigen oder wirklich im Hügel oben.
Aber was auch wiederum interessant ist, wenn man sich anschaut, ein Ort wie Vösendorf und wegen Sozialstruktur, also der hat sich ja, wenn man ihn auf dem Luftbild anschaut, so auch, da gibt es ja auch die Karten auch inzwischen online von der Stadt Wien, ja, nicht einmal jetzt so, ist er nicht explodiert oder so. Ja? Ich meine, abgesehen von der Südstadt, die ja ein eigener Ortsteil ist. Also die Umrisse sind im Großen und Ganzen gleich geblieben. Es gibt halt zwei Achsen dazu. Das wirkt aber alles jetzt nicht so völlig ungeplant oder irgendwie passiert. Aber was irgendwie so festzustellen ist, und da sind wir dann auf dieser Mikroebene, ist quasi so, wie sich die einzelnen Grundstücke verändern. Ja? Also da hat man ein Straßendorf und im Straßendorf gibt es ja dann immer dann die Rückseite. Und es gibt diese Hakenhöfe, die nach hinten gehen und hinten hat man einen Schuppen oder so. Das gibt es in zwei Richtungen. Ja? Und jetzt hat man aber, kann man so beobachten, so zwischen den 50er, 70er Jahren und vor allem in den letzten 20 Jahren, dass da sozusagen immer stärker sich so quasi petrifiziert. Das heißt, wo mal der Holzschuppen war, kommt dann das Haus von den Kindern. Also da ist dann sozusagen das Zweithaus. Ne? Und das auf beiden Seiten. Dann hat man auf die ehemaligen Wege, die hinter den Grundstücken gegangen sind, werden natürlich dann asphaltiert und so. Dann wird ein zweiter Eingang geschaffen. Auf einmal hat man drei Straßen und nicht mehr eine. Und dann sieht man auch, wir sind natürlich auch im Material oder in dem Material, weil auch die Dinge verhärten. Nicht? Also das Holz war, wird dann auf einmal aus Eisen, ein Fensterchen werden auf einmal super Isolierglas, wird plastifiziert und so. Also dann kommen irgendwann einmal die Swimmingpools dazu auf den Luftbildern. Ja? Das heißt, die Leute schaffen sich ja quasi dann auch pro Zelle ihre eigenen Environments, wo alles da ist, vom Flatscreen bis zum eigenen Swimmingpool oder so, müssen auch nicht mehr raus, sind auch kaum noch im Ort zu sehen. Und ich glaube, das sind auch Prozesse, das passiert quasi innerhalb des Ortes. Das ist jetzt unabhängig davon, wer dazu zieht. Also das muss man ja auch mit bedenken. Ich meine, wenn wir jetzt so ein bisschen Thema Ortskerne oder so auch angesprochen haben, natürlich ist auch in diesem sehr dynamischen Wiener Umland auch eine Entdichtung auch festzustellen in vielen Ortskernen noch. Also dass eben Leerstand herrscht oder dass eben nur mehr sehr wenige Menschen in den Ortskernen wohnen. Und es gibt aber auch interessante Ansätze in der Region, damit umzugehen, auch im Baulichen, also bis ins Detail hinein. Also die Gemeinde Münchendorf, wenn ich jetzt hernehme, die gehen jetzt mal einen Bebauungsplan auch anders an, indem sie eben die Hofstrukturen sich ganz bewusst anschauen, um denen auch eine neue Qualität zu geben und eine neue Möglichkeit der Nutzung zu geben und der Verbindungen und der Durchlässigkeit auch in der Gemeinde und den öffentlichen Raum dadurch hineinzunehmen. Ja, viele Stadt-Umland-Gemeinden haben ganz wenig wirklich öffentlichen Raum. Ja, das ist zum Auto abstellen und zum Durchfahren. Und da ist natürlich wieder dieses Thema die Einfamilienhausgebiete, aber das ist natürlich nicht nur ein Wiener Umland-Thema, großflächige Einfamilienhausgebiete, die auch einen Entdichtungsprozess momentan durchmachen. Also dass nur noch ein oder zwei Leute in einem großen Haus leben und ja, was passiert dann damit in der Erbengeneration und so weiter. Vielleicht kommt dann ein nächstes Blöckli dahin, würde man in Vorarlberg sagen, auf einem 1000 Quadratmeter Grundstück dann halt 12 Wohnungen, aber keine Qualität und nicht genug, dass man den zum öffentlichen Verkehr gut erschließen kann und so weiter. Also die Struktur, dieser Strukturwandel, diese Transformation, das ist jetzt schon auch eine kritische Phase da in der Siedlungsentwicklung, gerade im Umland. Jetzt im Moment ist es gerade eine kritische Phase. Im Moment ist es, weil da eben auch wieder ein Wechsel da stattfindet. Ne? Diese Dynamik, die ihr auch angesprochen habt in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, die Bebauung von damals, die nicht mehr Standards auch entspricht, muss man auch sagen, wo wahnsinnig viel investiert worden ist an Herz und Geld da hinein, aber die man in der Form nicht übernehmen möchte, die auch nicht den energetischen Anforderungen entspricht und so weiter, die eben die Mobilitätsqualität nicht bringen kann. Also gerade dieser Transformationsprozess ist eigentlich eine wichtige Aufgabe jetzt. Haben wir uns jetzt lange auch so im Umland aufgehalten, jetzt vielleicht mal von innen auf diese Palisade des gallischen Dorfes, kann man gerne auch hinterfragen, ob es wirklich so ist. Ich habe es jetzt mal so in den Raum gestellt. Schauen eben von Wien aus. Es war ja auch einer der Gründe für die Trennungsurkunde damals, dass man zwei Einheiten geschaffen hat, die
klare politische Mehrheiten hatten und dann war jeder Teil irgendwie damit zufrieden, dass man hier eine rote und eine schwarze Mehrheit hat und das ist ja im Prinzip immer noch so. Und die Stadt Wien mit ihrem gigantischen PR-Budget kultiviert natürlich auch jetzt über jetzt das Parteipolitische hinaus, aber natürlich auch ihre Wien-Identität, wo man jetzt vielleicht nochmal kurz auch reinschauen könnte, inwiefern das dazu beiträgt und inwiefern diese Wien-Identität sich positioniert im Gegensatz zum Umfeld und vielleicht auch so eine Art Palisadenmentalität verstärkt. Ich weiß nicht, Thomas Edlinger als Kulturwissenschaftler, gibt es da auch kulturpolitische oder kulturelle Faktoren in so einer Art Selbstbezug Wiens, was diese Gegensätze verstärkt? Ja, also das glaube ich schon. Ich glaube, das lässt sich ja dann auch mit anderen Stadt-Land-Verhältnismäßigen auch im Ausland vergleichen. Also wenn man zum Beispiel an das Verhältnis München zu Bayern denkt, ist das vielleicht nicht ganz unvergleichbar. Auch da meines Wissens eine also quasi sozialdemokratische Stadt in einem konservativen Umfeld und so weiter. Sicherlich stimmt es, dass es da auch so eine Art negativen Bezug gibt, also quasi Wien ist das Gegenteil von Land oder sowas, aber das gibt es ja umgekehrt auch. Also das ist zumindest meine Landerfahrung, vielleicht weniger in Niederösterreich, aber in anderen Teilen Österreichs, das ist auch oft als frohe Botschaft kommuniziert wird, nicht in Wien sein zu müssen. Also eher so eine Art Schreckgespenst. Ich bin ehrlich gesagt also verwundert, dass man das doch noch relativ häufig hört, weil ich gedacht hätte, dass durch die vielen Austauschbewegungen, die sich ja intensiviert haben in den letzten Jahrzehnten, das abgeschwächt ist. Ich glaube auch, dass es abgeschwächt ist, aber es gibt es immer noch gar nicht so selten, finde ich, in Österreich. Aber in Niederösterreich vielleicht weniger und das liegt vielleicht, da würde ich glaube ich, dass du eben recht hast oder dass das ein guter Punkt ist, dass dieses niederösterreichische Selbstbewusstsein ist nicht in einem positiven Sinn besonders gestärkt. Also es gibt dieses regionale Bewusstsein. Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel die Bemühungen um die Kulturhauptstadt St. Pölten, die sich auch quasi als europäische Kulturhauptstadt beworben hat. Und da ging es dann auch darum, eine der wesentlichen Fragestellungen war dann eben auch, ja, was ist das für eine Identität, die es hier überhaupt gibt? Ist die Identität, also überspitzt formuliert, die keine zu haben? Was ist dieser Zentralraum? Kein Mensch spricht davon. Ja? Also man spricht auch von Vierteln, aber kein Mensch sagt, ich bin aus dem Zentralraum. Muss man den künstlich schaffen? Kann man den überhaupt künstlich schaffen? Soll man den künstlich schaffen? Also hat man da so ein Brasilia-Problem im Kleinen? Das ist ja in St. Pölten sehr oft gesagt worden, auch in Bezug auf die Verwaltungseinheiten, dass sich das so anfühlt wie quasi so eine Art falsche Lesart von Brasilia oder so. Ich habe jetzt auch keine Antwort drauf, aber ich kann nur sagen, dass das viel diskutiert wurde, das habe ich auch öfters miterlebt und ich weiß, dass zum Beispiel im St. Pöltener Raum, das schon eine große Rolle spielt, sich zu fragen, hat man eine Identität, woraus besteht die, muss man die jetzt erstmal schaffen, muss man die aufwerten oder besteht sie darin, sich immer in so einer Negation zu Wien zu befinden, auf Wien immer zu schauen. Ich glaube aber, dass da jetzt einiges in Bewegung geraten ist, also nicht zuletzt durch diese Verkehrsanbindung, die du auch schon angesprochen hast, also diese 25 Minuten machen etwas mit diesem anderen Raum. Sie machen auch etwas mit dem, habe ich mir sagen lassen, ich glaube, das stimmt auch mit dem Zuzug. Also dass erstmals offenbar nicht wenige Menschen aus Wien, die auch in Wien leben und arbeiten, nach St. Pölten ziehen, weil es billiger ist, immer noch. Es wird auch wahnsinnig viel gebaut in St. Pölten, St. Pölten wächst auch. Aber eben gleichzeitig als doch getrenntes und trennbares urbanes Zentrum von Wien. Nicht so wie im Süden, das ist sicherlich richtig, glaube ich auch, dass das richtig ist,
deine Wahrnehmung davon, dass das einen großen Unterschied macht, diese, also den Wiener Wald, den man erst einmal durchschneiden muss, mit einem Tunnel, in dem nichts ist, und dann ist man anderswo. Ja. Vielleicht nur ganz kurz, also eine historische oder ja, erst einmal eine Ergänzung. Also ich glaube, diese Dichotomie, das rote Wien, das schwarze Niederösterreich ist unscharf, also was Niederösterreich betrifft, weil Niederösterreich war eben nie so schwarz, sondern hatte immer große, wichtige, rote Einsprengseln. Das waren eben St. Pölten, das war Wiener Neustadt, das ist aber auch Gmünd. Die Stadt Liesing hat in der Zwischenkriegszeit ja auch noch zu Niederösterreich gehört. Ja. Wo sich übrigens auch in der Zwischenkriegszeit ähnliche Prozesse in Wien vollziehen, nur natürlich mit einem ganz anderen Budget. Auch dieselben Herausforderungen, auch da gibt es Wohnbau, ja, und so weiter. Also da tut sich auch sehr, sehr viel. Ja. Dazu kommt, dass in Niederösterreich sozusagen immer auch eine Konzentrationsregierung geherrscht hat. Also war das, die Sozialdemokraten waren auch in den 20er Jahren immer beteiligt, quasi auch an den Entscheidungen der Regierung. Natürlich war die mehrheitlich schwarz und Bauernbund spielt eine Schlüsselrolle bis heute in der niederösterreichischen Landespolitik, keine Frage. Aber es war eben wesentlich komplizierter und das Interessante ist, dass die auch in vielen Fragen recht gut miteinander konnten. Das Problem war nur, dass die niederösterreichischen Sozialdemokraten waren natürlich sozusagen in der Zwickmühle, weil sie einerseits in diesem, es war ja letztlich ein ganz entscheidender Kampf auch um die Finanzen. Also Wien war tatsächlich aufgrund der Finanzausgleiche der 20er Jahre sehr, sehr stark bevorrechtet. Natürlich wollten die niederösterreichischen Sozialdemokraten auch nicht, dass Wien viel Geld verliert, haben aber gleich gesehen, es braucht mehr. Ja? Also es gab tatsächlich zum Beispiel das Problem, dass natürlich klar war, viele Unternehmen haben in Wien ihren Firmensitz, zahlen hier die Kommunalsteuern, haben ihren Betrieb in Teesdorf, Pottendorf, sonst wo. Viele pendeln ein, geben hier Geld aus, das sie quasi in Niederösterreich verdient haben. Gleichzeitig musste zum Beispiel Niederösterreich Bezirksstraßen am Rand von Wien auch miterhalten. Ja. Also da gab es schon wirklich groß viele, viele Konfliktflächen. Und es ging nicht nur ums Ideologische, es ging wirklich um sehr, sehr Pragmatisches auch. Ja. Und man hat gerade auch ein Niederösterreich versucht sozusagen relativ lange, nämlich wirklich bis zum Februar 34, irgendwie auch einen Modus für sich zu finden. Also ich würde, das ist ein bisschen die Hagiographie, die Hagiographen des Roten Wiens machen das natürlich gerne, weil das ist natürlich cool und man bezieht sich dann auf die Rede vom Danneberg, der Marsch auf das Rote Wien und so. In Wirklichkeit, wenn man den Danneberg beim Schluss liest, weiß er genau, dass auch er was hergeben muss oder dass Wien was hergeben muss, damit diese niederösterreichischen Gemeinden vor allem rund um Wien auch irgendwie überleben können. Aber das wird nicht gelesen, sondern man zitiert gern sozusagen den plakativen Titel davon. Aber wie gesagt, und auch heute noch, also ich meine, St. Pölten ist 60%, das ist so rot wie nie wieder werden wird. Also das sind schon kompliziertere, auch politische Verhältnisse, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht so sieht. Sibylla, du wolltest sagen. Ja, ich bin jetzt natürlich wieder ein bisschen beim Räumlichen, aber vielleicht überlappt sich das jetzt auch mit diesen politisch-kulturwissenschaftlichen Aspekten. Die Identitäten, die Stadtregionen überlagern sich natürlich auch räumlich. Also Stadtregionen definieren sich ja vor allem aufgrund der Beziehungen innerhalb einer Region. Pendlerbeziehung ist angesprochen worden, ist ein ganz charakteristisches Merkmal. Und da lässt sich jetzt die Stadtregion Wien, Niederösterreich, Burgenland, muss man dazu sagen, eben vom nördlichen Burgenland bis in den Raum Misselbach sozusagen oder vom Raum Wiener Neustadt in den Raum Misselbach denken. Aber Wiener Neustadt selber ist auch wieder eine Stadtregion, hat auch wieder diese Verflechtungsstrukturen. St. Pölten ist eine eigene Stadtregion, also die ist sozusagen von dieser räumlichen Verflechtung, Es schaut anders aus da dabei. Und in Österreich gibt es insgesamt also 37 Stadtregionen nach den Bearbeitungen der ÖROG, die natürlich manchmal Bezüge zueinander da haben, also auch vom Räumlichen her. Und ich glaube, das kann sich auch mit manchen von diesen kulturellen oder eben auch von dem geschichtlichen Zusammenhängen decken. Und vielleicht ist es immer noch wichtig, wenn wir von der Stadtregion sprechen, die Stadtregion ist nicht das Umland, die Stadtregion ist immer die Kernstadt und das Umland. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, zum auch eben dann auch in die Strategien zu kommen, in die Kooperation zu kommen. Also es geht nicht, das Umland sozusagen da irgendwie zu befrieden, zu befehligen oder zum Mitwirken zu animieren, sondern es geht um die Kernstadt und um das Umland. Das ist genau die Kernfrage auch des heutigen Abends eigentlich, dieses Bewusstsein
wie kann man das beides als eines sehen? Ne? Gibt es da eigentlich international oder anders auch Beispiele, wo das funktioniert? Gibt es jetzt Stadtregionen, die wirklich so eine starke Stadtregionsidentität hat, die jetzt vielleicht nur über den Wunsch einzelner Planer oder Manager hinausgeht, sondern in der breiten Masse wirklich funktioniert? Ja, ich finde ein ganz spannendes Beispiel für stadtregionale Kooperation ist die Stadt Stuttgart oder die Region Stuttgart. Ist jetzt wieder natürlich nicht ganz mit Wien zu vergleichen. Stuttgart selber hat etwa 600.000 Einwohner und das ist die Stadtregion Wien, 3 Millionen und so. Also das ist, kann man nicht ganz vergleichen. Aber die Stadtregion Stuttgart hat einen Verband und mit einem Verbandspräsidenten, Präsidentin gewählt von der Region auch. Also auch mit einer politischen Vertretung. Und auch die Region Stuttgart, und die machen wirklich spannende Projekte, also zum Beispiel Landschaftspark Stuttgart, also wenn es um die Grünraumvernetzung und um das Thema der Erholung, aber auch der kulturellen Aktivitäten in der Region geht, ist über den Regionalpark, das ist ein wesentlicher Player da in der Region geworden. Aber auch diese Region sucht nach dem Gesicht sozusagen, auch aktuell. Ist die IBA Stadtregion, also Region Stuttgart in Vorbereitung. Und über die Projekte der IBA auch, also in dem auch, ja, über das, indem man sichtbar macht, was in der Region passiert, was an innovativen Projekten von Kleinregionen oder von an einzelnen Orten entstehen neue Bilder. Und die IBA ist 2024, glaube ich. Also 27, Entschuldigung, haben wir jetzt gedacht, das war jetzt doch schon ziemlich bald. Bin ich schon sehr, sehr neugierig drauf. Auch die Region Basel. Die haben das dann auch wieder mit der IBA, die jetzt in die Covid-Situation da noch mit hineingefallen ist. Die französischen Städte sind auch interessant, die mit ihren Agglomerations urbaines, Lyon zum Beispiel oder Straßburg, die dann auch gerade auch im öffentlichen Verkehr zum Beispiel sehr fortschrittlich damit umgehen können, indem eben die Regiotrams oder die Straßenbahnlinien über die Stadtgrenzen verlängert werden, realisiert werden und damit Siedlungsentwicklung und Mobilität zusammenfallen können. Also eine Wiener Stadtgrenze immer noch ein großes Problem ist. Also um ein paar Beispiele. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Aber interessant, Stuttgart, dass du sagst, also ich als gebürtiger Stuttgarter kann das bestätigen, dass es dort wirklich eher das Bewusstsein eines Kontinuums gibt und dass man jetzt nicht sich besonders abgrenzt gegenüber Leuten, die außerhalb wohnen, weil es natürlich auch einfach so eine Wohlstandsregion ist, in der alle irgendwie voneinander profitieren. Warum funktioniert das hier nicht so? Ist es wirklich jetzt nur durch rein administrative Grenzen, dass hier einfach jede Straßenbahn, jede U-Bahn 3 Meter vor der Stadtgrenze aufhört und ab und zu, jetzt heißt es wieder bei Stadt, unserer neuen Planung Stadträtin, es werden grenzübergreifende Straßenbahnen gebaut, aber naja, muss man sich erstmal abwarten, ob das jetzt wirklich so kommt. Warum klappt das, wenn wir jetzt auch gerade zum Beispiel nur das Thema Verkehr hernehmen, warum klappt das da überhaupt nicht? Ich meine, es gab ja schon Überlandstraßenbahnen, die bis in die 60er Jahre, also es gab sie nach Schwechat, es gab sie nach Mödling, es gab sie nach Großenzersdorf. Aber ich muss sagen, das war eine Zeit, also das hat mich so erstaunt, weil ich mit dem Hauptbahnhof eine Zeit lang zu tun hatte, da war es nicht einmal möglich, dass die ÖBB mit den Wiener Verkehrsbetrieben zusammenarbeitet. Also man musste verschiedene Tickets lösen, also bis zum Vor war das ja überhaupt eine Katastrophe. Aber bei manchen Linien, ich meine, da gibt es ja heute noch eine dermaßen große Sehnsucht. Es gibt in Mödling ein Stadtverkehrsmuseum, das nur diesem 360 oder hauptsächlich diesem 360er gewidmet ist. Ja. Also in Wirklichkeit ist es ein Wiener Straßenbahnmuseum und immer wieder wird überlegt, ob man diese Strecke nicht doch rekonstruieren könnte. Inzwischen sind die Grundstücke natürlich schon längst weg. Also hat ja funktioniert. Also man hat da kein Problem, dass die Straßenbahn Wien verlässt. Also insofern ist es erstaunlich, dass das so schwer ist. Andererseits sagt man wiederum, also bei der U6 hat man ja auch überlegt, ob die dann doch Richtung SCS fahren soll. Ja. Ist natürlich dann auch ein bisschen seltsam, nicht, dass die eigene U-Bahn dann mehr oder weniger die Kaufkraft hinaus transportiert. Aber es gibt viele Paradoxe im Verkehr, was ich zum Beispiel mal erfahren habe von den Leuten, die Wiener Badnerbahn betreiben, dass die Badnerbahn in den 70er Jahren ja auch vor dem Aus stand. Also die hätte auch eigentlich das Zeitliche segnen können. Und ausgerechnet die SCS in den 76 und folgenden Jahren
hat dann dafür gesagt, dann schauen wir noch ein bisschen und dann gesagt, okay, irgendwie geht es und mit den Partnerbahnen, diejenigen dann doch nicht mit dem Auto rausfahren, fährt man zumindest bis zur SOS hinaus und so und hat dann tatsächlich ab 76 folgende Jahre wieder in die Waggons, in die Strecke investiert und Gott sei Dank gibt es die Partnerbahn noch. Ja. Aber da gibt es dann so paradoxe Überlebensgeschichten, ja, die aber alle nichts mit Planung zu tun haben. Oder jedenfalls nicht so, wie sie sein sollte. Ja, die Partnerbahn hat irgendwie ihre eigene Kultur. Die Partnerbahn ist irgendwas Seltsames, Eigenes. Und was ist, sie ist doch irgendwie aus der Zeit gefallen, habe ich den Eindruck. Ja, ich meine, es ist eine Ziegelteichverbindungsbahn zum einen und zum anderen eine Kurgastbahn. Also das sind natürlich zwei wirklich sehr, sehr weit auseinanderliegende Einsatzmöglichkeiten. Es gab in den 20er Jahren Salonwagen, also wo man wirklich dann sozusagen dann nach Baden in First Class unterwegs gewesen ist. Gleichzeitig sind die natürlich immer als Lastenfahrzeuge unterwegs gewesen, um die Ziegel in der Gegend zu transportieren. Also ich glaube, weiter auseinander kann ein Nutzen bei so einer Strecke gar nicht liegen. Es ist wirklich eine spannende Linie, die, also wenn wir Gäste in Wien haben, gehen wir meistens Partnerbahn fahren, weil ich finde, das ist etwas, mit dem man Wien, die Stadtregion Wien verstehen kann, wenn man da unterwegs ist. Und wir haben auch ein interessantes Projekt mit Studierenden gemacht, die sich dann eben mit dem Wiener Südraum oder niederösterreichischen Bereich beschäftigt haben. Und die haben dann ihre Arbeiten in der Partnerbahn vorgestellt, den Fahrgästen. Oder also jede Gruppe oder jeder hat zwei Stationen gehabt, um sozusagen die Themen darüber zu bringen. Und das ist schon eine Beobachtung gewesen, es ist jetzt nicht repräsentativ oder so, ja, aber eine Beobachtung, dass die Leute, die nehmen wirklich diese gesamte Region wahr. Also die hören nicht auf zu denken bei ihrer eigenen Haltestelle, wo sie meistens aussteigen, sondern die sind die ganze Region und das würde sich natürlich damit denken, dass gerade Straßenbahnlinien oder Bahnlinien ganz wichtige Identitätsfaktoren in der Regionsbildung sind. Also es gibt ja viele Beispiele, wo Regionen dann eben über, nicht nur über Wanderwege oder Radwege, sondern auch eben über Bahnlinien zu einer dauerhaften Kooperation gekommen sind. Aber gleichzeitig gibt es, ich kann jetzt nur kurz in der Stimme von Ute Woltron reden, also nur verbal, nicht im Tal, aber sie hat auch gerade das Thema Verkehr recht stark betont. Raumplanung, sagt sie, hat vor allem aufgrund der Machtbefugnisse der Bürgermeister komplett versagt. 3/4 aller Beschäftigten in Niederösterreich müssen zum Arbeitsplatz pendeln, 65% mit dem Auto, nur 1 von 5 nutzt die Öffis. 49% der Pendlerinnen würden aufs Auto verzichten, wenn die Öffis besser ausgebaut werden. Aber das sind sie offensichtlich nicht. Also irgendwie braucht man ja eigentlich mehr. Ich glaube, auch das Beispiel St. Pölten zeigt ja, dass das, glaube ich, ziemlich geboomt hat, seit es diese schnelle Bahnverbindung gibt, die ja eigentlich jetzt auch das Wohnen in St. Pölten sehr viel attraktiver macht ohne Auto. Also das in dieser Verbindung, glaube ich, funktioniert es ganz gut, aber in anderen Verbindungen von Wien zum Umland gibt es sowas noch nicht. Ne? Naja, Wien-Neustadt ist auch nicht so weit weg und also das geht schon noch ganz gut. Aber ich glaube, es sind auch so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, also mit der 20-Jährigen, mit der ich gesprochen habe, die im Bezirk Mödling wohnt, also das ist sozusagen diejenigen, die dann wirklich froh sind, wenn es das Auto gibt, weil in der Schulzeit es extrem schwierig ist, zum Beispiel seine eigenen Beziehungen irgendwie einigermaßen unter Kontrolle halten zu können. Also sie hatte bis zur Volksschulzeit, in der Volksschulzeit Freunde, selbstverständlich, die waren in der unmittelbaren Umgebung. Mit der Schulzeit, man wechselt den Schulstandort und man besucht die Freundinnen auch gar nicht mehr, weil die sind wieder dann in Breitenfurt oder sonst wo. Es ist viel zu kompliziert. Man muss schauen, dass man den einzigen Bus, der in dem Fall da nach Gisibel rauffährt, dass man den erwischt. Ja. Und dann gibt es dann mit 17 das Auto, L17 machen alle dort. Ja. Und dann auf einmal ist das natürlich, das ist nach wie vor ein Synonym von Freiheit und sie ist insofern ernst zu nehmen, weil tatsächlich auf einmal kann man sich einander wieder besuchen, auf einmal kann man auch alles Mögliche miteinander unternehmen. Und sie hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie, solange sie dieses Jugendticket hat, ist sie nach Wien immer nur gefahren bis Siebenhirten oder bis Liesing. Das Auto abgestellt und dann reingefahren. Ja. Jetzt müsste sie für das Jugendticket, also für das Ticket zahlen, es gibt eben kein Jugendticket mehr für sie, dann fährt man weiter. Ja. Und dann ist es in Wien immer noch möglich, aufgrund auch des Parkplatzangebots, vor allem dann späteren Nachmittagabend oder so, wo es dann auch nicht mehr was kostet, und fährt dann rein. Ja. Also oft sind so kleine Maßnahmen, das heißt, man müsste natürlich an diesen Schräubchen hier Parken erschweren, zugleich Öffi-Nutzung, natürlich auch für Wien-Umland
bewohne auch nach dem Alter eine Jahreskarte für Menschen, die auch aus dem, in dem Umland leben, auch mitbedenken. Ja. Also manchmal ist es gar nicht unbedingt ein Bauprojekt, sondern einfach nur auch ein Tarifthema. Ja, das stimmt. Na, du wolltest anschließen. Das ist ganz vollkommen richtig. Also da braucht es manchmal ganz andere Maßnahmen da dazu. Man merkt das überall in den Städten, schafft man relativ einen guten Model Split, also ein gutes Verhältnis von der Nutzung der unterschiedlichen Verkehrsmittel zugunsten des öffentlichen Verkehrs und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Und an den Stadtgrenzen, das ist jetzt nicht nur Wien, sondern es ist in Linz so und es ist in Graz so, und das ist auch international, also da bricht es ab. Und aber nicht nur, weil die Versorgung, also die Verkehrsmittel werden nicht unbedingt so viel schlechter, ja? Weil die Schnellbahn hat den gleichen Takt, trotzdem weiter hinaus. Es gibt ein Busangebot, vielleicht sogar ein Mikromobilitätsangebot. Aber ich habe schon nicht einmal die Information dazu, ich habe das gar nicht im Kopf. Nicht? Also wenn ich mir überlege, dass ich jetzt noch, ich weiß jetzt nicht, nach Leasing fahren sollte oder nach Mauer, keine Ahnung, dann denke ich mir gleich, welches öffentliche Verkehrsmittel nehme ich. Aber wenn ich jetzt die Frage habe, nach Himberg zu fahren, dann wird es schon wieder so kompliziert, ja, trotz aller elektronischer Hilfsmittel da dabei. Und wo fährt denn der 385 B7 oder was? Also es ist einfach umständlich und schwieriger und so. Und die mentale Landkarte, die reale Information da dazu, die hinkt eigentlich der physischen Verfügbarkeit sogar hinterher. Und es fehlen halt auch so auch die radialen Verbindungen. Also es geht natürlich schon die Achse, wenn man nach Süden geht, die sieht bei uns wie eine Neustadt. Aber sobald man davon abweicht, gerade Himberg, dann wird es schon ein bisschen dünner. Also auch dieses Jahr im März einmal eher zufällig von Krems nach St. Pölten gefahren, was ja eigentlich, wie wir schon angesprochen haben, die Hauptverbindung ist. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich mit dem Zug diese Verbindung gefahren bin, das kam mir sehr wild und sehr abenteuerlich vor. Das hatte nicht den Anschein einer Hauptverkehrsverbindung, muss ich sagen. Was vielleicht auch noch eine Rolle spielt, also in Bezug auf so Selbstverständlichkeit oder gelernte Selbstverständlichkeiten von Verbindungen ist, seitdem es zum Beispiel den besseren Takt und die Schnelligkeit von St. Pölten nach Wien gibt, habe ich es von vielen Leuten so gehört und mir ist es selber auch so gegangen, dass man nicht mehr auf den Fahrplan schaut, wenn man zum Bahnhof nach St. Pölten kommt, um nach Wien zu fahren. Man geht einfach hin, in der nächsten Viertelstunde, fast so wie U-Bahn, wird es einen Zug geben. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, glaube ich. Also genau, das ist, weil du Rheintal vorher angesprochen hast. Wir haben damals gesagt, wie wir Vision Rheintal gemacht haben, wenn ich nicht mehr auf den Fahrplan schauen muss, dann sind wir Stadt. Also das war so in dem Mitwirkungsprozess so ein Verständnis da dafür. Und das trifft es genau. Jetzt nochmal, Sibylla, als mitten in die raumplanerische Fachexpertise hinein, wir haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, also was braucht es jetzt wirklich, neue Regeln, neue Gesetze, neue Institutionen, die diese Stadtregion irgendwie in den Griff kriegen können, weil es bis jetzt ja, gibt die Planungsgemeinschaft Ost seit, ich glaube, 1979, aber das scheint ja auch eher so zwar mit gutem Willen, aber da doch recht zahnlos zu sein, was dann wirklich die Umsetzung von Planung betrifft. Also oder braucht es eine Art Ombudsmann, Ombudsfrau, der für die Region steht oder die für die Region steht, um das irgendwie in die Umsetzung zu bekommen? Oder es gibt auch das Stadt-Umland-Management, das sind auch immer, wird immer sehr viel Schönes gesagt, aber es kommt nie wirklich was Konkretes dabei raus. Oder? Also es sind die Institutionen sind sehr dünn aufgestellt, muss man jetzt einfach auch im internationalen Vergleich sagen, auch wenn kompetente Leute da und engagiert unterwegs sind. Ja. Aber zwei Leute, die das Stadt-Umland-Management zu schaukeln haben mit einem Sekretariatsunterstützung, ich weiß es nicht, bei der PGO sind vielleicht 4,5
Vollzeitäquivalente oder so, wenn man es so sagen möchte. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich irrsinnig wenig, ja, für diese Aufgabe von einer Region mit 3 Millionen, die noch dazu wieder der Teil einer größeren Region ist, also auch noch diese, ja auch die Twin City, der Raum Bratislava und so und diese ganze Grenzthematik. Und das ausgelagert an das Land Niederösterreich, die dortige Landesregierung an das Magistrat Wien, also die Wiener Landesregierung und mitsamt Wiener Landesregierung, das zu schaukeln, also das ist schon ein bisschen vermessen sozusagen, das zu können. Und auf die Art und Weise kann, aber da muss man sagen, will man das auch? Will man ein gemeinsames Bild der Region? Will man ein Leitbild wirklich entwickeln? Will man auch dazu Leute haben, die dann die das A entwickeln und B in der Umsetzung, in die Umsetzung bringen? Will man dazu vielleicht eben auch Modelle wie eben eine stadtregionale oder eine stadtregionale IBA zum Beispiel hereinnehmen? Will man mit diesen Projekten, will man da vielleicht auch in Wettbewerb treten? Will man das wirklich ankurbeln? Also das ist natürlich, da will man das politisch. Will man das? Und man kann natürlich schon auch fragen, muss man das? Also wir gehen natürlich schon jetzt mit dieser Frage auch heute in den Abend, dass hier so eine Art blinder Fleck besteht oder irgendwie eine Fehlstelle. Aber man kann sagen, vielleicht gibt es ja auch gute Gründe dafür zu sagen, es passt eh so, wie es ist. Nebeneinander her. Kann man natürlich auch sagen, dass wir in manchem internationalen Vergleich auf hohem Niveau jammern da. Mhm. Aber wir sind in einer Zeit, wo die Klimakrise nicht nur einfach ein Umgang mit Klimawandel ist sozusagen. Und es werden einfach auch, also ich will jetzt nicht die bedrohlichen Szenarien zeigen, aber es wird auch wahnsinnig viel einfach damit vergeben. Also werden eigentlich Chancen nicht genutzt. Mhm. Und Wien als Stadt hat ja immer in den internationalen Rankings und so, ist da immer so ganz oben bei allen Managern und so weiter. Viel davon kommt auch aus dem Bild, dass die wieder aus der Stadtregion holen, also sozusagen die ergänzenden Funktionen aus der Bereich Erholung, Sport, Alpen und so weiter, kommt auch alles mit da dazu. Das ist eine Sache, diese Stadtregion, ja, und um die muss man sich auch entsprechend kümmern. Und so ist es halt über viele Einzelprojekte, wo gute Sachen passieren, ja. Aber mir fehlt da schon, ja zumal die Fehlstelle ist real. Ja. Zumal das Erscheinungsbild dieser Region ohne Namen ja bis weit nach Wien reicht. Also man kann ja gar nicht unterscheiden, ob man jetzt schon in Wien ist oder nicht. Also wenn man von der Triester Straße kommt, Altmannsdorfer Straße, dann das ist ja von einer konsequenten Hässlichkeit bis Grüner Berg oder je nachdem, wie es weitergeht. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass es jetzt an Stadtgrenze beginnt, ja. Sondern dass das ja tatsächlich auch ein Wiener Thema ist, ein Binnen-Wiener Thema. Also es schaut ja auch in Inzersdorf nicht schöner aus als in Vösendorf. Ja. Nur, dass halt die Blöcke sind näher gekommen im Laufe der Jahre. Also letztlich ist es eh ein Thema, das für beide zwingend notwendig ist. Für Niederösterreich insofern natürlich auch, weil ich meine, 40% der Arbeitsplätze in Niederösterreich sind im Wiener Umland. Also das ist einfach die wesentliche Arbeitgeberregion. Ja. Und damit ein Ort, wo man sagen muss, okay, ist das wurscht, irgendwo fährt man halt dann hin und man landet dann irgendwo in diesem Satellitenring und ist dann wieder irgendwo im Weinviertel oder im Wiener Becken. Oder soll es dann schon mehr sein? Ja? Ich meine, man kann ja wirklich auch heute übrigens auch nach Wien fahren, ohne je Wiener Boden zu berühren. Man fährt mit dem Auto irgendwo in der Garage hier rein, fährt dann ins Haus, also man kriegt weder das Wetter noch den Klang noch sonst irgendwas von der Stadt mit. Also das ist ja überhaupt kein Problem und ist dann halt zu Hause wieder in seinem Häuschen irgendwo im Grünen. Also insofern, glaube ich, braucht es natürlich, also ist es nicht nur eine Frage des will man, sondern eher eines des muss man. Ja, interessant auch zum Thema das Bild der Region oder der Stadtgrenze. Also ich habe selbst so das sehr lange Langzeitprojekt, die Wiener Stadtgrenze zu Fuß abzuwandern. Transdanubien habe ich fast schon geschafft. Und natürlich sieht man nicht, dass da die Grenze ist und links ist es grün und rechts ist es gelb. Aber interessant ist, dass man schon den Eindruck hat, dass es ein Streifen ist oder ein Gebiet, wo sich nicht wirklich drum gekümmert wird, wo von beiden Seiten irgendwie so eine Art so infrastruktureller Müll abgeladen wird. Und das sind dann so Sachen, die man einfach nicht so richtig im Zentrum haben will oder die man nicht so sehen will. Es ist auch sehr interessant. Also es sind ja auch Dinge, die von der
Beschussanlage, wo irgendwelche Waffen getestet werden, irgendwo, wo ich auch nicht wusste, dass es das gibt. Und Kläranlagen, das braucht man natürlich auch und man schiebt es dann so an den Rand. Aber das ist, hat schon bestätigt, dass es wirklich ein kompletter blinder Fleck ist. Und dann gibt es 1000 Schnellstraßen, die sich umeinander winden und sie werden immer mehr. Ja. Also scheint doch ein Problem zu sein. Ich würde jetzt nachher noch eine Fragerunde hier machen, aber auch schon mal einerseits fragen, ob hier im physischen Raum Fragen sind. Und gleichzeitig haben wir auch die Möglichkeit für die, die zu Hause sind oder auch am Handy draußen in der Stadt, am Karlsplatz vielleicht sitzen mit einem Dosenbier, auch Fragen einzutippen in die Kommentare bei YouTube oder Facebook und wir werden sie dann hochprofessionell hier von Hand abschreiben und sie werden mir dann hier auf einem Silbertablett gereicht. Ich lese sie dann vor, aber wir fangen mal vielleicht hier im Saal an mit Fragen. Angelika und ja, ich habe vor mehr als 50 Jahren meine berufliche Laufbahn mit der Vorgängerorganisation der PGO, also mit der Zusammenarbeit zwischen Wien und Niederösterreich begonnen. Und das Resümee ist, es gibt den politischen Willen zur Gestaltung der Region nicht. Es gibt ihn nicht. Es gibt überhaupt keinen politischen Willen zur Gestaltung des Raumes, sage ich jetzt einmal. Und ich möchte es an dem einen Detail illustrieren, das angesprochen wurde, mit dieser Idee, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben, Umland, Kleinstädte zu Entlastungszentren auszubauen, dass das Wachstum dorthin orientiert wird, weg von diesem Zwiebelwachstum der Großstadt. Die Idee war, entlang von Schnellbahnachsen, zum Beispiel in Gänserndorf, offensiv eine Stadtentwicklung zu betreiben mit städtebaulichen Projekten, mit attraktiven Wohnanlagen, nicht auf Nachfrage hin orientiert, sondern offensiv Angebot orientiert. Das hätte allerdings notwendig zur Folge, dass man auf der Strecke hin, zum Beispiel in Deutsch-Wagram, nicht alles, was dort nachgefragt wird an Wohnbau, widmet und unterbringt, sondern konzentriert auf Gänserndorf und in Deutsch-Wagram nur das, was aus dem Eigenbedarf der Bevölkerung, die dort ist, aufgrund des wachsenden Flächenbedarfs pro Person, den dort zu befriedigen, aber alles, was von Zuwanderung gespeist wird, das zu konzentrieren. Der zuständige Landesplaner hat mir damals gesagt, das ist schön, aber du glaubst doch nicht, dass eine Landespolitik bei uns Gemeinden unterschiedlich behandelt. Das heißt, wie gesagt, Raumgestaltung ist nicht ist kein Thema der Politik in Österreich. Und was die Grenzen betrifft, ist eines ja öfters angesprochen worden. Ich glaube, es gibt eine ganz große Diskrepanz zwischen der territorialen politischen Verantwortlichkeit, die sich natürlich auch dann in Wahlvolk und Zustimmung und so weiter politischer Macht ausdrückt, und der Raumwahrnehmung, der lebensnahen Raumwahrnehmung der Menschen, die in dem Raum leben. Und für mich hat sich das in eklatanter Weise am Anfang der Corona-Pandemie gezeigt, wo österreichische Politiker völlig überrascht waren, dass man die Virusbekämpfung nicht bezirksweise betreiben kann. Es hat eine Weile gedauert, bis diese Idee überhaupt wieder begraben werden musste. Das zeigt den Bewusstseinsstand und der schlägt sich ganz massiv natürlich in dem Raum nieder, aufgrund der Bedingungen, die alle schon genannt worden sind.
Dankeschön. Ja, es ist sehr interessant, dass es auch so hat, dass wahrscheinlich schon viele gute Ideen gab in den letzten Jahrzehnten, die halt leider nie realisiert werden konnten, ja, so wie diese. Schließt jetzt indirekt doch an, was der Fritz Schindecker gesagt hat, nämlich damals noch, als ihr noch wirklich an große bauliche Infrastrukturen wie eben Städte weiter ausbauen, mit solchen sozusagen nicht nur Bildern, sondern auch Strategien gearbeitet habt, weil du, Sibylla, die IBAs angesprochen hast. Also die IBAs, das hat schon mit der Emscher Park begonnen und bei Basel merkt man es ganz stark, oder die sind jetzt ja gerade am Fertigwerden, merkt man es, die denken in Landschaftsräumen. Man kann sagen, das geht einfacher, es ist auch sozusagen den ganzen Klimafragen und allem entsprechend, dass man jetzt mehr in Grünräumen und Landschaftsräumen denkt und gar nicht so in gebauten Räumen. Aber man kann auch sagen, man delegiert die Region so ins Freizeitverhalten. Also sozusagen in der IBA Basel sowas wie Rheinliebe, Wege, die von Deutschland über die Schweiz nach Frankreich gehen mit dem Fahrrad, diese Projekte haben funktioniert, alle anderen Projekte waren extrem schwierig und im Ruhrgebiet haben sie es auch über die Landschaftsräume geschafft, aber wenn ich pendeln will mit öffentlichen Verkehrsmitteln, funktioniert das im Ruhrgebiet bis heute nicht. Also das ist, und auch in Wien, also der Donauradweg geht ja auch durch alles hindurch und ich merke die Grenzen nicht. Also die Soft-Faktoren funktionieren, aber das Wirtschaftliche und Bauliche, Strukturelle wird fast immer mehr auf die Seite geschoben, weil es sozusagen zu kompliziert ist. Also das ist das eine, was ich an den IBA sehr spannend finde. Und was ich mir gedacht habe, als IBA Basel und IBA Stuttgart ausgerufen wurden, dezidiert als Regionen, als Metropolen-IBAs, die Vorstellung, es gibt eine IBA Wien, die das Umland mitmacht. Also könnte man sich das vorstellen, das wäre doch ein Aufschrei des Entsetzens, wie sich so sich die Wiener anmaßen, IBA Wien zu sagen und dabei vielleicht bis Wiener Neustadt und Krems und alles mitmeinen. Also unvorstellbar. Also es ist schon ein erstaunlicher Unterschied offenbar bei uns. Und es dürfte sich jetzt natürlich auch kein Stadtrat, könnte sich ja nicht fotografieren lassen von der Presse, wenn er nicht innerhalb der Stadtgrenzen steht, sondern eine IBA eröffnet in Deutsch-Wagram zum Beispiel. Also auch wieder eine Frage des Marketings. Ja. Aber es ist halt schon ein Unterschied, ob wir von Basel reden, von Stuttgart oder von Wien oder Berlin. Also ich meine, das sind eines sind alte Residenzen, imperiale Zentren. Und wenn ich jetzt die politische Stimmung in diesem Lande mir anschaue und die Arroganz, die sozusagen, das ist schon etwas, was man außerhalb der Stadtgrenze und vor allem weiter weg, ja, als unheimlichen Druck, als Bevormundung immer empfindet. Das ist nicht zu vermeiden. Ja. Das ist in Basel, glaube ich, anders. Ja. Da ist die Stadt nicht so mächtig und Stuttgart auch nicht. Ja. Da kann ich mir das viel besser vorstellen. Als sozusagen von Wien hat man eh immer schon so viel auferlegt bekommen. Ja. Da wird so viel bestimmt. Ja. Jetzt wollen die anderen sagen, das bestimmen wir jetzt auch. Und ich glaube auch, dass solche Projekte in den 70er Jahren dasselbe. In Wien wird entschieden, wir machen Mieselbach zum regionalen Zentrum, das so vernünftig das sein mag, ja, aber sozusagen auch in der Logik eines Landespolitikers, ich glaube, es geht gar nicht anders. Ja. Auf einmal muss er sagen, ja, Mieselbach wird jetzt das Zentrum, dafür müssen alle anderen nachgeben. Ich glaube, da sieht sich keiner raus. Also, obwohl, wenn man einen anderen Namen findet und das nicht Wien heißt, nicht Wiener IBA, sondern IBA, wir müssen den Namen dann noch uns überlegen, aber wäre schon was anderes, dann könnte man vielleicht drüber reden. Ja. Aber Wien darf sicher nicht heißen. Ja, aber so wird man heute ja nicht mehr planen, indem das Wien, was dann die Bundeshauptstadt ja eigentlich ist, sozusagen sagt, da und da soll das passieren, sondern das ist, da gibt es kooperative Planungsprozesse, da gibt es anderes Arbeiten und die Stuttgart-Region Stuttgart ist auch nicht von selber entstanden und in der Region Basel gibt es eine Agglomerationspolitik sozusagen dazu der Schweiz, die die Agglo Basel da raumplanerisch sozusagen dabei hat, wo es ganz viele Verknüpfungen da gibt. Wir haben damals in die Stadtregion Plus hineingeschrieben, wir hätten gern eine regionale, nicht eine IBA, sondern eine regionale und haben damals dazu gesagt, so ein bisschen spintisiert, im Jahr 2028, glaube ich, haben wir uns vorgestellt, hat die schon 30 Projekte umgesetzt und die heißt Land um Stadt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das sensationell gute Name oder so, aber auch ein bisschen ja, so ein bisschen der Schmäh dabei, ja. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, hier zu gemeinsamen Projekten zu kommen und die auch sichtbar zu machen.
Ein Punkt auch, und das ist auch, steht sogar im, ist sogar im Wiener Stadtentwicklungsplan angesprochen, ist auch eine Stadtregion Plus. Es braucht auch stadtregionale, sowas wie stadtregionale Zielgebiete. Also wo es Räume gibt, wo die unterschiedlichen Kommunen, also ob das jetzt niederösterreichische, burgenländische oder wienerische da sein müssen, Interesse daran haben, dass da was passiert. Solche Orte sind zum Beispiel an der Botendorfer Linie, weil es angesprochen worden ist, wo es einen neuen Bahnhof gibt, Ebrechtsdorf, so mitten zwischen zwei Ortschaften. Wie, das kann eine Kleinstadt wie Ebrechtsdorf nicht bewältigen, was das heißt, wenn dort so ein Bahnhof ist. Man sieht hier Blick nach Dulnerfeld zum Beispiel. Also da gibt es einfach Bereiche in der Region, die müssen Wien, Niederösterreich und das Burgenland auch interessieren, da was wirklich Gemeinsames Gutes zu machen, die eben im Sinne einer nachhaltigen Mobilität, im Sinne einer klimagerechten Siedlungsentwicklung umgesetzt werden können. Ich glaube, es gab noch eine Frage oder kurzes Statement. Wenn du jetzt den Namen Dulnerfeld fallen hast lassen, das ist der Wilde Westen. Das ist ein Standort mitten im Dulnerfeld mit einer enormen Erreichbarkeit für Wien und mit einem Potenzial für alles Mögliche. Ich weiß nicht, was dort überhaupt an Planungsideen herrscht. Nichts. Das beginnt wahrscheinlich mit Parkgaragen und dann kommt irgendwer auf die Idee, dass man dort eigentlich einen Kindergarten machen könnte und so. Ein totaler, ungeplanter Wildwuchs. Ich möchte aber ein Positives noch anmerken. Es war ausgiebig von St. Pölten die Rede. St. Pölten ist eigentlich, das Projekt Landeshauptstadt ist ein unglaublich positiver Ausnahmefall. Nicht nur für Österreich. Es gibt, glaube ich, in Mitteleuropa keine so mutige Aktion, im großen Maßstab Strukturen zu verändern und einzugreifen. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum war das möglich, das würde wahrscheinlich sehr, sehr weit führen. Ich sage es einmal in einer polemischen Kurzformel, dahinter stand eine ganz klare populistische Wirkungserwartung. Und das hat funktioniert mit dem damaligen und für den damaligen Landeshauptmann Ludwig. Es hat funktioniert. Es war auch eine Aktion, die nie so genannt wurde, aber de facto los von Wien. Ich erinnere mich nur sehr genau, dass viele Kollegen und Kolleginnen aus der eigenen Zunft das einige Jahre mit, sagen wir mal, Nobel, mit großer Skepsis, wenn nicht mit zum Teil harscher Kritik verfolgt haben. Also in meiner Sicht ist nicht verstanden worden, warum es da eigentlich geht. Danke. Hier noch und dann die Dame hinten. Ja, ich könnte sehr viel dazu sagen. Mein Name ist Wilfried Bosch. Ich habe 20 Jahre die Lehrkanzel für Städtebau, Raumplanung und Wohnungswesen in Linz gehabt. Das ist einmal ein Umstand. Ich bin ein Schüler von Roland Rainer. Kollege Schindecker kennt mich seit Jahrzehnten. Und in meinem Leben war es so, dass ich in Wien geboren bin, ersten Volksschultag in Axbach-Markt in der Wachau, maturiert in Krems, zu Stiert in München, Graz und Wien. Also ich habe vieles persönlich erlebt und wohne seit 1976 in Kumpelskirchen und bin vor allem mit dem Südraum sehr verbunden. Ich kenne natürlich auch die Kollegin Woltran. Es ist wirklich
man kann das gar nicht ausdrücken mit wenigen Worten, zu unterstreichen, dass der politische Gestaltungswille in Österreich fehlt. Und wenn die Frage ist, über das Umland von Wien, eine Region ohne Namen, dann muss man sagen, dass Niederösterreich ein ganz spezieller Fall ist. Es gibt vier ausgeprägte Viertel. Das Viertel Ober dem Mannhardtsberg, Unter dem Mannhardtsberg, Ober dem Wienerwald, Unter dem Wienerwald. Und die Marie Theresia, um die kommt man nicht herum, wenn man über solche Dinge spricht, hat dann die Kreisordnung gemacht mit diesen vier Vierteln. Und die war sehr klug. Diese Kreisordnung ist ausgegangen von wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber auch von landschaftlichen. Und bis 1868 hat diese Kreisordnung bestanden und dann hat die große Zerstörung begonnen. Und wir haben in Österreich aufgrund der Bezirkshauptmannschaften, die Polizeibezirke sind in Niederösterreich mit einer völlig unüberlegten und heute schon gar nicht mehr stimmenden Grenzziehung. Aber wir haben nicht, wie in Bayern, ein Mittelding zwischen der Gemeinde und dem Land. Das sind die Landkreise. Und dort ist schon von der Verfassung her mit den Landkreisen das gegeben, dass man eben, ob man es jetzt Landkreis oder Region denkt, dass man etwas zusammenfasst. Und das Bewusstsein oder die Identität ist bei uns in diesen vier Vierteln, so alt sie sind und so lang sie jetzt auch schon nicht mehr sind, da lebt es. Es gibt im Wienerland, das war eine Überlegung von Karl Renner, 1919 bis 1921, ein eigenes Bundesland zu schaffen. Er wollte zuerst wieder die Kreisgliederung der Marie Theresia einführen, mit einem gewählten Mittelglied zwischen Gemeinde und dem Land, der Landesregierung. Das ist alles nicht geglückt. Dann hat er sich überlegt, er war ja immer ein großer Praktiker, man könnte auch sagen, ein Opportunist, je nachdem, wie man ihm gesinnt ist, gut oder nicht gut. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, dann passen wir uns dem Länderdenken an und schaffen wir ein Bundesland Wienerland. Und dieser Name ist nicht neu auch. Und er hat schon Alpenvereinssektion gegeben und alles Mögliche. Und diese Südentwicklung, der Bandstadtgedanke, der Soria Imata und so weiter, bis zum Miljutin, da liegen Möglichkeiten im Südraum zwischen Wien und Glocknitz und Semmering und so weiter. Und das Viertel jetzt mit St. Pölten, dort gibt es auch wieder ein eigenes Regionalbewusstsein. Und auch Krems und das Waldviertel. Aber diese Gegebenheiten richtig zu nützen und zu planen, die finden leider nicht statt. Und was im Wiener Becken entwickelt, Ihre Frage, vielleicht sollte man das alles so lassen, wie es sich entwickelt. Ich habe das erlebt, dass es im Wiener Becken, ich will die Gemeinden gar nicht nennen, sie sind in unmittelbarer Nähe von Baden, es ist nicht möglich, dass drei Gemeinden sich zu einer gemeinsamen Kläranlage durchringen können. Und bei so einfachen technischen Dingen beginnt es und es endet dann eben in einer Kleinkariertheit, die zu einem Verfall führt, den man im Wiener Becken, und ich habe da immer wieder von Linz aus auch Exkursionen mit den Studenten gemacht, Studentinnen natürlich auch, da lässt sich das exemplarisch zeigen, wohin das führt, wenn es keine Planung und kein Bewusstsein gibt für diesen Landstrich, der ja wirklich also sehr gesegnet ist. Danke. Danke, Herr Posch. Ja. Interessant in Österreich, wenn es um Raumordnung geht, man endet dann doch immer bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, oder? Als Problem. Ja. Vielleicht noch eine Anekdote. Wir müssen leider weitermachen.
Post war eine Zeit lang in Laxenburg beheimatet. Und ich habe sehr viel auch geschrieben. Und die war, weil die Nähe von Gumpoldskirchen zu Laxenburg war ich oft dort. Und da haben die gesagt, sie ist, wir sagen ihnen was, uns ist das gar nicht recht, wenn sie so viel schreiben, weil mit jedem Berühren dieses Themas ist verbunden, dass neue Feinde für uns aufstehen. Und wenn wenig geredet wird, dann können wir zu viert, fünft weiter existieren. Die Gefahr, dass irgendwer auf die Idee kommt, diese Störenfriede schaffen wir uns vom Hals, ist zu groß. Guten Tag, Susanne Kraub, mein Name. Ich bin Stadtplanerin und Architektin und würde gerne auf eine Frage, die von Herrn Nowotny gestellt wurde, eingehen. Und zwar war die Frage zu dem Beispiel, das Sibylla Zeich auch genannt hat, zu Stuttgart und der Region, beziehungsweise auch in Frankreich, ob es Beispiele gibt, wo diese Stadt-Land-Geschichte, aber auch die Stadtregion besser funktionieren. Und natürlich gibt es irgendwie so wie zusätzlich zu dem, was schon genannt wurde, drei Punkte, die, glaube ich, wichtig sind in dieser Diskussion und zu dieser Frage. Das eine wäre die, eine gemeinsame Raumordnung, die zum Beispiel in Deutschland gegeben ist und was die Grenzen oder irgendwie so wie entschärft, weil man hier irgendwie so wie planen kann und nicht aufhören muss, weil man sonst anders planen muss. Das Zweite wäre auch als Beispiel, irgendwie so wie für Deutschland, es gibt andere Beispiele auch, die eine bundesweite städtebauliche Förderung, auch das ist so wie das nicht nur Ort für Ort gedacht wird, sondern bundesweit es Strategien geben kann, die irgendwie so wie bundesweit dann auch greifen. Und das Dritte, was uns immer wieder auffällt, ist, dass die beispielsweise baukulturellen Leitlinien, die dann übersetzt werden in Förderungen, die auch für die Planung oder beziehungsweise für die Entwicklung benutzt werden können. Sie bleiben recht abstrakt und die Programme dann, die das übersetzen in die Förderungen, bleiben immer noch recht abstrakt. Und bis dass diese Programme, das Förderprogramme sind und benutzt werden können für eine Planung oder Entwicklung, bis dass das zur Planung kommt, irgendwie so wie versickert ist, was bedeutet, irgendwie so wie wenn man bereits in den Leitlinien baukulturellen, später dann in diesen Programmen und Förderungen für die Planung bereits Instrumente, beziehungsweise das Werkzeug, Instrumente, Verfahren, Beispiele, wie Frau Zech auch angesprochen hat, so etwas wie eine irgendwie so wie eher Bezirks- bzw. Stadtteilentwicklung etc., wenn die bereits vorgegeben werden oder irgendwie so wie zur Verfügung gestellt werden als Instrumente und Verfahren, die dann an Programme oder Förderungen gebunden sind, wäre es viel einfacher, schneller auch dorthin zu kommen. Es wäre irgendwie so wie zu diesem speziellen Punkt, ich glaube, wichtig und auch interessant zu diskutieren. Danke sehr. Danke, Susanne Kraub. Gibt es aus den Weiten des Internets, gibt es keine Fragen? Dann würde ich nochmal in eine Schlussrunde hier am Podium gehen und einfach auf das Motto des Abends zurückkommen. Eine Frage an alle drei. Wo würde jeder von Ihnen die Grenzen der Region setzen, wenn man so einen Kreis oder eine Form um Wien zieht? Wo sind so die Extremitäten Norden, Süden, Osten, Westen? Braucht die Region einen Namen? Wenn ja, was könnte der Name sein? Und was könnte ein Bild für diese Region sein, um sie attraktiv zu machen oder sie greifbar oder sichtbar zu machen? Drei Fragen müssen nicht alle gleich beantwortet sein, aber das war die Schlussrunde. Aber interessant, wenn ich auch einfach mal zu definieren, wie groß ist die Region eigentlich, wovon reden wir eigentlich? Wer mag anfangen? Sibylla. Ja, es geht mir eigentlich nicht so um die Grenzen, denn die Definition von Regionen, also Definition, da ist das Wort zur Grenze sozusagen drinnen, aber da geht es eigentlich um die Zusammenhänge. Und die Grenze an sich, das ist ja fuzzy.
Das ist auch institutionell nicht einfach zu organisieren. Ja. Das ist beim Stadt-Umland-Management geht man zum Beispiel von diesem Ansatz aus. Ja. Also das hat nicht die scharfe Grenze, sondern das geht einfach, dass es um Fragen geht, die für die Stadtregion von Bedeutung sind. Mit dem müssen wir uns beschäftigen. Also das ist auch ein bisschen ein anderes Verständnis von einem rein government-orientierten Planungssystem sozusagen, sondern da mehr in die Governance, in die Kooperation hineinzugehen und da andere Instrumente hereinzubringen. Auch eben so Instrumente, wie wir heute angesprochen haben, mit einer IBA oder einer regionalen oder so, sind Instrumente in die Richtung hinein, wo es nicht so um diese scharfe Abgrenzung dabei geht, um eine wieder eine neue künstliche Grenze zu machen. Ja, vielleicht muss es gar nicht so scharf abgetont sein, ja. Also ich fühle mich auch außerstande, das beantworten zu können. Ich wüsste auch gar nicht, also welche markanten Orte ich jetzt zum Beispiel im Nordosten von Wien zum Beispiel nennen könnte, die so eine Art Grenzfunktion überhaupt einnehmen könnten. Also dazu kenne ich, ich bin diese Region nicht so abgewandert oder nicht die Stadtgrenze. Also. Aber was ich mir denke, was vielleicht mit dieser Frage in Zusammenhang stehen könnte, ist, wie sehr man eigentlich dann an Bewegung weiterhin denkt. Also was heißt das, wenn man eine Grenze einer Region festlegt, heißt das dann, und hier sind die Grenzen des Wachstums, oder die sollen damit markiert sein, oder bis hierher und nicht weiter, oder welche Funktion soll das überhaupt haben, eine Region so territorial so einzuhegen oder zu bestimmen. Und also mir ist in dieser Debatte immer so ein bisschen unklar, was es dann heißt, ein neues Innen und ein neues Außen zu definieren. Weil das würde man dann ja dann darüber, weil dann gibt es ja trotzdem wieder eine Grenze, die außerhalb dieser Region, die dann halt größer gefasst ist, und wodurch ist es da definiert? Durch eine mangelnde Verdichtung, durch weniger Kaufkraft, durch weniger Bebauung, ich weiß es nicht. Also oder durch all diese Faktoren, da bin ich jetzt auch überfragt, wodurch sich das überhaupt sinnvollerweise definieren ließe. Aber ich glaube, man müsste wahrscheinlich auch über die Vorstellung von Wachstum auch sprechen, wenn man über ständige Erweiterungen von Regionen und Zusammenfassungen nachdenkt. Aber es ist ein guter Punkt, dass man natürlich dann nicht einfach das Problem dann nur vergrößert, indem man einfach die Grenze vergrößert und dann hat man... Ja, also mich erinnert das jetzt im großen Maßstab, erinnert es mich an die also das ist ja im Kulturbetrieb immer ein großes Thema, wo beginnt und wo endet Europa? Ja? Also was ist der europäische Gedanke? Ist es ein EU-Gedanke oder ist es eine territoriale Einheit? Was ist aber mit den Mittelmeer, was ist mit der Mittelmeerregion zum Beispiel, die quasi gegen eine kontinentale Vorstellung von Europa ja immer wieder auch von prominenten Denkern und Denkerinnen ins Treffen gebracht wurde, dass man zum Beispiel über die Mittelmeerregion spricht und nicht über die kontinentale Vorstellung von Europa. Das sind ja konkurrenzierende Vorstellungen, politisch-kulturelle, ideologische Vorstellungen, die da in Konkurrenz treten. Und ich hätte jetzt das denke ich mir im kleineren, regionalen vielleicht auch, ja, also dass das eine Problemstellung wäre, die dadurch überhaupt erst einmal eröffnet wird. Es gab ja beim Chip Europa, es gab ja auch mal schon eine Zeit lang den populären oder den Versuch, den Begriff Zentrope, ich wusste nicht genau, wie man ihn ausspricht, zu lancieren, Zentrope. Wo auch dann auch Bratislava und Brno dann mit dabei waren, also grenzübergreifend. Das ist, glaube ich, dann auch leider irgendwie in Vergessenheit geraten. Das könnte man natürlich auch diskutieren, ob dann man vielleicht auch gleich über die Staatsgrenzen hinaus denkt. Und vielleicht muss es auch nicht Region sein, vielleicht ist es auch eher ein Netzwerk oder ein Myzel oder Rhizom. Christian. Ja, also offenbar hat man ja schon viele Namen ausprobiert. Also Zentrope erinnere ich mich jetzt auch. Also viele, die irgendwie dann noch ein bisschen durchgesickert sind, zumindest in den Leuten, die sich für so Planungsthemen interessieren, dann aber nicht weiter verfolgt werden. Wo man denkt, warum nicht? Haben sie nicht funktioniert oder so?
Ich meine, an sich, wie auch wie den Titel gehört haben, haben wir uns gedacht, ist es wirklich eine Region ohne Namen oder leidet sie vielleicht sogar darunter, dass sie zu viele Namen hat? Also wenn wir uns wieder diesen Hotspot anschauen, den wir ja lustigerweise, glaube ich, alle ein bisschen auch vor uns haben, so diese Region so südlich von Wien, gibt es ja dort unheimlich viele territoriale Bezeichnungen. Also es gibt dort von Markets, Märkte, von Cities, Vösendorf, das Dorf, das eine City hat. Einige Cities sind inzwischen wieder gestorben, auch die Lands sind wieder verschwommen, aber es gibt einen Bush-Planet, es gibt eine Gartenwelt. Also es gibt wirklich alles an Namen, die irgendwie versuchen, ein Territorium auch für sich zu reklamieren. Ob sich sozusagen ein Entmisten sinnvoller wäre. Ich kann mich auch noch an Diskussionen erinnern, dass zum Beispiel in der Tourismuswerbung in Niederösterreich immer das Problem besteht, wie geht man mit diesem Viertel um? Mostviertel, Waldviertel, lässt sich alles, Weinviertel, lässt sich alles gut vermarkten, aber Industrieviertel, Viertel unter dem Wienerwald, Wiener Becken, damit wollte niemand. Das heißt, es wurde immer dann geteilt in die Region Wienerwald und in die Region, die heißen jetzt Wiener Alpen, die hießen auch mal Zauberberge, Niederösterreich Südalpin. Also für die war es auch schon schwer, quasi dauerhaft einen guten Namen zu finden. Aber da sieht man ja auch offenbar ein Charakteristikum auch dieser Region, dass es eben ganz schwer ist, sie wirklich auch einen Namen zu geben. Und das gilt dann natürlich umso mehr, wenn man das für den ganzen Kreis oder diese Zonen und diese Asteroiden quasi rund um Wien tut. Und ich habe mir nochmal die Landkarte geschaut und habe mir gedacht, okay, es gibt interessanterweise einen Ortsnamen, der in allen diesen vier Vierteln, also diesen Richtungen, Himmelsrichtungen vorkommt. Das ist der Name Enzersdorf. Also es gibt ein Enzersdorf an der Fische, es gibt ein Marie-Enzersdorf, es gibt ein Groß-Enzersdorf, ein Lang-Enzersdorf. Also möglicherweise ist das ein Name, der in dieser Region irgendwie eine gewisse sozusagen eine Gültigkeit hat, die man... Vielleicht soll das Region Mega-Enzersdorf heißen. Mega-Enzersdorf, ja. Das wird etwas sein, ja. Und mein letzter Versuch, einen Namen zu finden, war dann der, vielleicht völlig weg von irgendwelchen territorialen Bezügen und einfach nur sagen, Dinge wie Ring of Fire. Also irgendwie, es ist ein Ring, es brennt was und man muss was tun, man muss löschen, um aktiv zu werden. Das ist jetzt geheime Werbung für das Museum für Heizkultur in Wien. Ja. Ja, vielleicht braucht es einfach ein komplett eigenes Bild, ja. Vielleicht würde es helfen, vom Lebensraum Wien und seinem Umland zu sprechen und deutlich zu machen, dass es um diese Lebensbezüge geht und gar nicht um die Grenzziehungen. Und die ausfindig machen und die in die Köpfe bringen. Denn es ist erstaunlich, dass alle die Menschen, die über die Grenzen hinweg pendeln, das gar nicht so richtig wahrnehmen. Das in die Köpfe bringen. Den Lebensraum Wien und sein Umland. Ja, aber das ist schon wieder dieses Wien vorne. Also da fand ich dieses Land um Stadt besser. Also ich glaube, man punktet schon, wenn man sagt, nicht Wien und, sondern irgendwas und Wien oder so und einmal die hierarchischen Verhältnisse, die hier vorhanden sind, ja, und die ja wirklich von den Menschen auch so empfunden werden, einfach umzudrehen. Ich glaube, das ist eine schon Voraussetzung, um dort ein bisschen Bewegung hineinzubekommen und auch ein anderes Engagement. Es ist eben eine Region, die wirklich sehr, sehr stark passiv eben von der Residenzstadt Wien immer geprägt worden ist. Was dort passiert ist, ob es die Industrialisierung war, ob es der Feudalismus war, das ist dort alles entschieden worden. Und von dem einmal wegzukommen. Ich glaube, das brauchte schon einen Akt der Umkehrung auch ein bisschen. Wird im Grunde jetzt die Debatte geführt über die natürliche Stadtgrenze von Wien. Da hat es 1909 den Hugo Hassinger gegeben. Der hat gesagt, die natürliche Stadtgrenze von Wien ist zu ermitteln über den Fahrpreis, die Fahrzeit und die Verkehrsdichte. Und so gesehen ist für mich, das ist heute in der Diskussion sehr gut herausgekommen, ist St. Pölten schon jetzt wirklich ein Teil vom Lebensraum Wien. Mhm. Weil man praktisch mit der U-Bahn nach St. Pölten fahren kann. Also ein Lebens- und Bewegungsraum auch, ja. Ja, interessant, ja. Vielleicht sage ich auch noch da was dazu. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass wir jetzt, und wir können das schon gar nicht von einem Fachpodium herunter sozusagen Name-Droppings machen für die Region, sondern man muss sagen, was will man damit erreichen, wofür
steht denn das? Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, einen Begriff, ob das marketingmäßig irgendwie entwickelt worden ist oder ob es ein Kürzel ist für LWU oder so irgendwas oder wie sind RZU Zürich, ne? Zürich Umgebung, kein Mensch weiß, wofür RZU steht. Aber was man weiß, das ist eine Institution, die kümmert sich um die Angelegenheiten in der Region, die alle betreffen. Und darum geht es eigentlich, aus meiner planerischen Sicht sozusagen, dass es einen Namen braucht, eine Bezeichnung braucht und das, wo man sieht, dass dahinter steht, da wird für die Region gearbeitet, gedacht, umgesetzt. Und da macht man die Projekte sichtbar, da gibt es ein Leitbild, ein gemeinsames, das weiterentwickelt wird, das kein finales Zukunftsbild ist. Da gibt es Vorgehensweise, da gibt es Möglichkeiten der Mitwirkung da dabei. Also wofür steht denn das? Und ob das dann ja, ein Kürzel ist, ein eingängiges, oder ob es ein schicker Name ist oder so, das sei jetzt einmal. Vielleicht ist das Ergebnis dann noch gar nicht so wichtig, aber wenn man sagt, man macht einen Ideenwettbewerb, ist allein, dass man sich Gedanken darüber macht, überhaupt, was da passiert in diesem Gebiet. Ja. Genau. Und wie es dann heißt, ist vielleicht sogar sekundär. Also das ist eher ein Aber man muss die Dinge schon beim Namen nennen. Nicht? Also ja. In der Planung haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir von allen möglichen Zonen reden und womöglich haben es noch Abkürzel ZA7 oder so irgendwas. Ja, damit, wer soll sich dafür engagieren? Ja, also vielleicht borgt man sich von Paris, Ile-de-France, Insel Österreich, dann hat man wieder so eine Abgrenzung aus. Ne? Ich meine, die Schweizer sind da immer so nüchtern, ne? Die reden da von RZU oder von Aglo. Ich find, ne? Und das ist klar, die Aglo ist ein Ort, wo man mittun kann und wo man einfach sich um die regionalen Agenten kümmert. Aber wird sich hier wahrscheinlich nicht durchsetzen. Ich will das nicht dahernehmen, ja. Sozusagen. Ne? Das, das kann man nicht abschreiben, sozusagen. Gut. Ich persönlich wäre für Mega Enzersdorf, da finde ich es gerade sehr, sehr gut. Aber wir werfen das einfach in den Raum und in die weite Welt. Vielleicht ergibt sich ja wirklich ein Ideenwettbewerb oder vielleicht ergeben sich Ideen da draußen als Anregung. Wir müssen heute auch nicht uns genau auf einen fixen Namen ändern, aber wir haben zumindest den Prozess identifiziert, Bewegungsräume und Lebensräume festgelegt und könnten noch ewig weiterreden, aber ich glaube, wir können einen Rahmen um die Region machen und ich danke sehr herzlich unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern und den Gästen hier da draußen. Besuchen Sie das Haus der Geschichte in St. Pölten, besuchen Sie das Donaufestival in Krems im Oktober. Und alle jungen Menschen studieren Sie Raumplanung bei Sibylla Zech an der TU. Dankeschön.